Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, jetzt sind schon die meisten, haben sich eingewählt. Freut mich, dass es so viele sind. Ich darf euch alle zu dieser heutigen ULI-Veranstaltung begrüßen. Für alle, die mich nicht kennen, weil ein paar Nicht-ULI-Mitglieder dabei sind, mein Name ist eben Jasmin Sorabia und ich bin die Vorsitzende vom Urban Land Institute, eben kurz ULI, hier in Österreich. Was ist das ULI? Für die, die es nicht wissen, das ist eben eines der größten und ältesten Immobiliennetzwerke weltweit mit über 48.000 Mitgliedern. Wie jedes Netzwerk leben natürlich auch wir auf unseren Mitgliedern und Live-Veranstaltungen. Corona-bedingt mussten wir ja leider letztes Jahr auf online umschalten, was aber, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, hat natürlich auch einen Vorteil. Es können somit auch ULI-Mitglieder aus anderen Ländern mitteilen. Und somit begrüße ich auch unsere deutschen und Schweizer Kollegen, was mich sehr freut, dass sehr viele auch aus diesen zwei Ländern teilnehmen. Ich glaube, das heutige Thema ist doch etwas, was sowohl Österreich als auch Deutschland sehr stark betrifft. Es ist, glaube ich, eine Thematik, die bereits vor Corona heiß diskutiert wurde und, glaube ich, durch Corona noch einen besonderen Aufschwung erhalten hat. Ist das aktuelle Mietrecht noch zeitgerecht? Ich glaube, das betrifft, wie gesagt, Österreich und Deutschland. Es gab zumindest in Österreich bereits zahlreiche Versuche, das Mietrecht zu novellieren. Und ich glaube, da kann uns der Herr Professor Ballotz, den wir heute eingeladen haben, einiges erzählen, weil er immer dabei war. So Fragen wie, ist der Richtwert noch zeitgemäß? Wie schaut es mit Lagezuschlägen aus? Durch Corona wird wahrscheinlich auch die Arbeitslosigkeit sehr stark steigen. Geschäfte, Restaurants haben ja schon seit Monaten zu. Da stellt sich die Frage, wer zahlt die Miete? In Deutschland gibt es seit 2020, glaube ich, auch die Mietpreisbremse. Diese wurde eigentlich angedacht, um den teilweise sehr überhitzten Mietmarkt zu bremsen. Da stellt sich eben die Frage, war das erfolgreich? Vor allem, wir sehen auch, dass die Investoren, die natürlich sehr stark in den Mietbereich investieren. Ich glaube, das sind alles sehr, sehr spannende Fragen, die wir heute diskutieren werden. Ich glaube, wir werden sie nicht abschließend diskutieren können, aber wir haben dazu ein wirkliches Expertenpodium eingeladen. Und ich darf dazu kurz begrüßen den Herrn Magister Klaus Pfeiffer. Er ist eben Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Weber und Co. in Wien. Er ist auch einer der Treiber der heutigen Veranstaltung und hat uns quasi motiviert, zu diesem Thema eine Veranstaltung zu machen, was mich sehr freut. Er ist im Bereich Immobilien- und Baurecht spezialisiert. Er macht Immobilientransaktionen, Bauträgervertragsrecht und eben Mietrecht. Und er wird uns einen Überblick über das aktuelle Mietrecht geben. Dann haben wir eben den Herrn Professor Magister Thomas Mallott, eben ein sehr umtriebiger in der Immobilienbranche. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen ihn. Er ist gerichtlich beeideter Sachverständiger, Immobilienverwalter, Immobilienmakler und Bauträger und managte und entwickelte als Inhaber einer der größten Immobilienverwaltungen. Ich glaube, mehr als 1,3 Millionen Quadratmeter. Er wird mich verbessern, falls ich das falsch im Kopf habe. Er ist auch Lehrbeauftragter, Coach und Weinbauer und ich kann seine Weine sehr, sehr empfehlen. Er war auch 5 Jahre lang ÖVI-Präsident, dann glaube ich 10 Jahre lang Obmann des Fachverbandes der österreichischen Immobilien- und Vermögenstreuhänder und heute ist er eben beratend in der Gesetzgebung und ständiger Beirat des Bundesdenkmalamtes und im nationalen Board von RIX. Ich glaube, es kennt kein anderer so sehr, wie man dieses Mietrecht eben versucht hat zu novellieren wie er und ich glaube, er wird uns sehr spannende Einblicke geben. Da nur ganz kurz, er muss leider um 17:45 Uhr weg. Das heißt, kurz bevor er weggeht, wenn Fragen sind, dann bitte gleich stellen. Dann haben wir den Dr. Christian Schede eingeladen. Er ist Managing Partner Germany und Gesellschafter der globalen Rechtsanwaltskanzlei Greenberg Traurig. Also er spezialisiert auf die Beratung von Immobilien- und Infrastrukturinvestments. Ich glaube, sein Beratungsspektrum umfasst sämtliche Assetklassen im Immobilienbereich, aber er ist auch im Bereich Energie- und Transportwesen tätig und er berät sehr viele nationale und internationale Investoren. Was, glaube ich, sehr spannend ist, aktuell vertritt der Berliner Vermieter vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in Verfassungsbeschwerden, glaube ich, gegen den Berliner Mietendeckel, da wird er uns sicher einiges Interessantes erzählen können und eben auch einen Einblick in das deutsche Mietrecht geben. Dann aus der Praxis den Herrn Dr. Manfred Wilschnig, ich glaube, den kennen sehr viele. Er ist seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig, sowohl in Österreich als auch in Mitteleuropa als Geschäftsführer, Vorstand und Aufsichtsrat.
Aktuell ist er eben Managing Partner von Kalkab Europe. Die Kalkab Europe gibt es seit 2015 und ich glaube, sie gehört heute zu einer führenden aktiven Immobilieninvestmentmanager in Österreich und in den CEE-Ländern. Ich glaube, sehr viele kennen ihn auch, weil in letzter Zeit ist er sehr oft in der Zeitung gestanden, weil er, glaube ich, für den Hamburger Trust sehr viel eingekauft hat. Und er ist spezialisiert auf Büro- und Wohnobjekte. Und ich glaube, er wird uns einen sehr interessanten Einblick aus Investorensicht geben. Wie sehen die österreichischen und deutschen Investoren das österreichische Mietrecht? Wie entwickelt sich aufgrund des Anlagendrucks die Renditen? Also ich glaube, sehr viele spannende Fragen, die er uns heute beantworten kann. Und dann freue ich mich sehr, auch eine weibliche Verstärkung heute zu haben, die Frau Diplom-Ingenieur Selma Arapovic. Sie ist eben Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderatmitglied des Landesteams Wien, wo sie sich mit dem Thema Wohnbau beschäftigt. Sie ist auch NEOS-Sprecherin für Stadterneuerung und Stadtentwicklung. Frau Diplom-Ingenieur Arapovic ist Architektin und ich glaube seit 2015 bei den NEOS. Ihr Ziel, in die Politik zu gehen, war eben als Architektin qualifiziert zur positiven Weiterentwicklung der Leopoldstadt beizutragen. Und ich glaube, sie wird uns einen Einblick gewähren, wie die Wiener Politik das Mietrecht sieht und wohin die Reise gehen soll. Ich freue mich auf einen sehr spannenden Abend und ich hoffe auch auf eine sehr interaktive Diskussion. Ich hoffe, wenn ihr alle Fragen habt, dass ihr sie auch bitte in den Chat stellt. Und dann darf ich noch bitten, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen und wer das nicht möchte, dass er bitte das kundtut. Und jetzt darf ich bitte an dich, Klaus, übergeben. Danke. Ja, der Tag ist noch jung. Hallo, schönen Nachmittag. Es freut mich, dass Sie heute alle teilnehmen an dieser Veranstaltung. Ich habe jetzt gleich die erste technische Thematik. Ich muss meinen Bildschirm teilen, aber ich glaube, ich werde nicht dran scheitern. Geben Sie mir nur eine Sekunde Zeit. Und Sie sollten jetzt eigentlich meine Präsentation sehen. Perfekt. Wir haben heute, wie die Jasmin schon gesagt hat, das Thema leistbare Mieten oder leistbares Mieten, aber um welchen Preis? Und ich glaube, eine sehr, sehr spannende Frage und vor allem nicht eine Frage, die nur den Richtwert betrifft, sodass man sagen kann, ich habe ein neues Gebäude, das ist mir vollkommen egal, sondern alle Mieten, die wir so haben in Österreich, sind relevant und man muss das große Ganze sehen. Daher, sehr spannendes Thema. Hier zu meiner Person, Klaus Pfeiffer, mein Name, das soll es zusammenfassen. Mehr werde ich jetzt nicht sagen. Ich kann gestalkt werden im Internet, also somit, wenn Sie Interesse haben, gerne nachschauen. Dann gehen wir eigentlich schon in die Materie selbst rein. Meine Aufgabe ist jetzt gerade in 20 Minuten durch das gesamte Mietrecht durchzuführen, also eine ganz simple Aufgabe. Fangen wir dann gleich einmal an. Mietrechtsgesetz ist natürlich ein Schutzgesetz zugunsten der Mieter, das wir haben in Österreich. Es besteht seit circa 40 Jahren. Und das, was natürlich am attraktivsten ist für einen Investor oder Errichter, ist der sogenannte freie Mietzins, wie der Name schon sagt. Freier Mietzins bedeutet, man hat keine Beschränkungen. Und man hat nur die allgemeinen Beschränkungen, sprich die sogenannte Lesio enormis. Man verlangt mehr als das Doppelte, einen Wucher beispielsweise, Sittenwidrigkeit. Aber wenn ich diese allgemeinen Voraussetzungen nicht erfülle, dann kann ich grundsätzlich das verlangen, was der Markt hergibt. Sprich, wenn ich jemanden finde, der die Mietwohnung um 20 Euro pro Quadratmeter mietet, fair enough, dann habe ich diese Person gefunden und das ist in Ordnung so. Wann kommt jetzt dieser freie Mietzins zur Anwendung? Der kommt im Vollausnahmebereich zur Anwendung. Was ist das? Also wie der Name schon sagt, Vollausnahmebereich. Das österreichische Mietrechtsgesetz ist nicht anwendbar. Das haben Sie zum Beispiel bei den Studentenheimen. Da gibt es ein eigenes Gesetz. Das ist das Studentenheimgesetz. Da braucht man keinen Schutz im Mietrecht drinnen. Detto Altersheime, da macht es keinen Sinn, dass sie mietgeschützt sind. Vielmehr haben wir Sonderbestimmungen. Das haben Sie interessanterweise auch für ledige Menschen. Da gibt es eine Vollausnahme. Nehmen Sie es so hin, wenn das MRG nicht anwendbar ist, frei. Zweitens, Teilanwendungsbereich. Das heißt, nur bestimmte Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes sind anwendbar. Das ist der Paragraph 1 Absatz 4 MRG und diese Ausnahmen haben Sie sicher alle schon mal gehört. Erstens die frei finanzierten Gebäude. Also es wurde überhaupt keine Förderung gewährt und eine Baubewilligung nach dem 30.06.53. Achtung, das bezieht sich auf das Gesamtgebäude. Das heißt, das, was wir jetzt zum Beispiel in Wien sehr häufig haben, ein Hochhaus, wo unten teilweise Wohnungen gefördert werden, fällt nicht in diese Ausnahme rein, weil ja das Gebäude an sich eine Förderung erhalten hat. Lediglich oben die frei finanzierten kalkulatorisch nicht, das Gebäude aber sehr wohl.
Dachbodenausbauten, Baubewilligung 31.12.2001. Das wurde eingeführt, um eine Nachverdichtung zu haben im urbanen Bereich. Wurde auch umfangreich ausgenutzt. Bedeutet, Sie haben eigentlich zwei Systeme. Sie haben einen Altbau unten mit dem Richtwert dazu gleich und oben einen freien Mietzins, weil es ein Dachbodenausbau ist. Auch noch die Zubauten mit einer Baubewilligung nach dem 30.06.2006 und dann noch Wohnungseigentumsobjekte mit einer Baubewilligung nach dem 8.05.45. Ich gebe zu, diese einzelnen Termine sind etwas erratisch, aber auch dazu hat der Verfassungsgerichtshof schon mal gesagt, es liegt in der Hand des Gesetzgebers, das zu bestimmen. Das heißt, das an sich kann man jetzt nicht bemängeln. Gut, jetzt könnte man eigentlich sagen, mein Vortrag ist damit zu Ende. Schieben wir die Burg weg, auf gut Deutsch, schieben wir die ganzen alten Gebäude in Wien weg, bauen was Neues und wir haben den freien Mietzins. Das wäre doch relativ simpel. Ganz so leicht ist es nicht. Da hat natürlich auch die Bauordnung in Wien darauf reagiert. Wenn Sie in den Paragraph 60 reinschauen, ist es so, dass eigentlich relativ vor kurzer Zeit eine Bestimmung reingekommen ist, nämlich eine Art Denkmalschutz. Das darf man natürlich so nicht sagen, weil der Denkmalschutz ist eine Bundesmaterie, aber faktisch ist es das. Ja. Ich habe es Ihnen unterstrichen, es steht für Bauwerke in Schutzzonen und Gebäude, die vor 1.1.45 errichtet wurden, darf die Abbruchbewilligung nur erteilt werden, wenn dann an der Erhaltung des Bauwerkes entweder kein öffentliches Interesse besteht oder diese Instandhaltung technisch nicht möglich ist oder sie wirtschaftlich unmöglich ist. Das heißt, diesen Altbau, also der klassische Wiener Altbau, Ende 19. Jahrhundert errichtet, kann nicht so einfach abgebrochen werden. Vielmehr muss ich eine der drei Voraussetzungen erfüllen. Tue ich das nicht, kann ich nicht einfach abbrechen. Das heißt, zurück zum Mietzins, wenn ich jetzt sage, meine Lösung für meine Liegenschaft ist, ich entferne das Gebäude und baue was Neues hin. Das wurde immer wieder mal salopp in die Diskussion eingeworfen. So leicht ist das nicht. Und da hat man dem Ganzen vor circa 2 Jahren einen Riegel vorgeschoben. Sprich, man muss sich das wirklich im Detail anschauen. Das hier ist nur ein kurzer Auszug aus dem Wiener Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, damit Sie einfach ein Gefühl davon haben, von was wir eigentlich sprechen. Das, was hier rot eingefärbelt ist, ist die Schutzzone. Und diese lila oder violette Linie, die Sie links sehen, ist der Gürtel. Das heißt im Wesentlichen, die inneren Wiener Gemeindebezirke sind eine Schutzzone mit gewissen Ausnahmen. Und dort sind auch die Altbauten. Das heißt, es ist nicht so einfach möglich, dort ein Gebäude einfach wegzureißen. Gut, das heißt, die Lösung habe ich nicht, dass ich das Gebäude entferne. Was ist dann der Fall? Das haben Sie sicher auch schon gehört. Es gibt den angemessenen Mietzins. Der angemessene Mietzins ist irgendwo zwischen dem freien, den wir gerade hatten, und dem Richtwert Mietzins. Was heißt der? Der heißt, ein nach Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, Ausstattungs- und Erhaltungszustand angemessener Betrag kann verlangt werden. Das ist bei den Geschäftsräumlichkeiten der Fall. Das haben Sie dann, wenn Sie eine Baubewilligung nach 8.05.45 hatten oder bei gewissen Um-, Auf-, Ein- und Zubauten. Sie haben es auch bei Altbauten, also sprich wieder in aller Regel 19. Jahrhundert, die unter Denkmalschutz stehen, sofern erhebliche Eigenmittel aufgewendet worden sind. Dann auch noch die Wohnungen mit einer Größe von 130 Quadratmetern und dann etwas praktisch wenig Relevantes, wenn ich einen unbefristeten Mietvertrag abgeschlossen habe und ein Jahr später mit dem Mieter vereinbart, dass wir jetzt gemeinsam den Mietzins anpassen. Also kein vernünftiger Mieter wird das machen, aber ich will jetzt nicht für den Mieter sprechen. Das heißt, in aller Regel sind es nur wenige Ausnahmen und daher werde ich nicht so einfach zum angemessenen Mietzins kommen. Vielleicht an dieser Stelle, der Denkmalschutz ist eigentlich ganz spannend. Man könnte sich fragen, ist das nicht verfassungsrechtlich bedenklich, dass man nur die denkmalgeschützten Gebäude mit einem angemessenen Mietzins versieht, wenn erhebliche Eigenmittel für Investitionen getätigt worden sind? Oder wäre es nicht eigentlich ein pragmatischer Zugang zu sagen, wenn ich den Altbau habe, könnte ich beim Richtwert bleiben, aber wenn erhebliche Eigenmittel verwendet werden, unabhängig davon, ob Denkmalschutz oder nicht, darf man auch den angemessenen verwenden. Das wäre ein interessanter Zugang, ist aber derzeit nicht im Gesetz vorgesehen. Es gilt ausschließlich für denkmalgeschützte Gebäude. Wenn ich das nicht schaffe, zum angemessenen Mietzins zu kommen, dann bin ich beim Richtwert. Von dem haben Sie alle sicher schon mal gehört. Der ist im Vollanwendungsbereich anwendbar.
Der verweist nicht in weiterer Folge auf das Richtwertgesetz. Da sind pro Bundesland bestimmte Richtwerte festgelegt worden. Und das, was natürlich Wiener Vermieter besonders stört, ist, dass der Wiener Mietzins der zweitniedrigste in Österreich ist. Es war nie verständlich, warum beispielsweise die Stadt Graz 2 Euro circa drüber liegt oder warum in Vorarlberg und Tirol der Mietzins derart höher ist und warum Wien so niedrig ist. Das ist natürlich historisch gewachsen. Das war vor Jahrzehnten so, dass man das bestimmt hat. Derzeit liegen wir bei 5,81 Euro netto pro Quadratmeter an Richtwertmietzins für Wien. Das ist natürlich nicht besonders erquickend, sagen wir mal so. Das ist mal grundsätzlich der vorgegebene Richtwert. Und dann gibt es gewisse Zuschläge und Abstriche. Zuschläge wie die Stockwerkslage, Ausstattung, Balkon, Garten, gewisse Abstriche wie besondere Lärmbelastung. Also somit, ich glaube, das ist einleuchtend. Da gehen Sie mehr oder weniger eine Liste durch und kommen am Ende des Tages zu einem bestimmten Mietzins. Das ist natürlich sehr salopp gesagt, weil wenn Sie mich jetzt fragen würden, ich habe eine Wohnung in Wien, Altbau, was darf ich verlangen? Dann wird meine Antwort wahrscheinlich sein, ich glaube, das ist der Mietzins. Ich kann es Ihnen aber beim besten Willen nicht auf den Cent sagen, weil es einfach ein sehr variables System oder flexibles System ist. Die 5,81 Euro sind, wie gesagt, natürlich nicht wahnsinnig hoch. Das heißt, das ist natürlich schon mal zum Verfassungsgerichtshof gegangen, nicht nur einmal, sondern mehrfach, und man hat das Ganze getestet. Was hat der Verfassungsgerichtshof gesagt? Nachdem wir noch immer vom Richtwert sprechen, war die Antwort, es wird nicht aufgehoben. Und im Wesentlichen die beiden unterstrichenen Passagen. Es darf vom Gesetzgeber ein Eingriff vorgenommen werden für wohnungs-, sozial- und stadtentwicklungspolitische Interessen. Also das hat der Verfassungsgerichtshof so bestimmt, für den Richtwert, für das Mietrecht. Und sagt auch dazu, das Mietrecht ist ein gewisser Ausgleich zwischen dem Vermieter auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Mieter. Also sprich, eine gewisse soziale Komponente ist beim Vermieten dabei. Das ist so die Ansicht des Verfassungsgerichtshofes und damit die endgültige Absage, es ändert sich am Richtwert nichts. Jetzt kann man dann sagen, gut, ist halt so. Ich möchte jetzt nochmal zurückspringen zur Bauordnung. Jetzt können Sie sagen, was hat das, was der Herr Pfeiffer da gerade reingruppiert hat, überhaupt mit dem Ganzen zu tun? Auch wiederum eine Novelle 2018, da hat man das leistbare Wohnen verstärkt eingeführt in der Bauordnung für Wien. Und man hat normiert, wenn ich eine gewisse Fläche bebaue, muss ein mehrheitlich leistbares Wohnen vorhanden sein, jetzt zusammenfassend. Das ist dieser Absatz hier. Das hat natürlich zu großen Fragen geführt, beziehungsweise zu einem gewissen Aufschrei. Das kannten die Entwickler nicht. Davor konnte man das Haus bauen, wie man wollte, und musste eben genau nicht dieses leistbare Wohnen schaffen. Jetzt können Sie sich die Frage stellen, was hat das jetzt mit diesem Richtwert zu tun? In den Materialien zu dieser Novelle in Wien gibt es einen wunderbaren Verweis auf genau dieses Verfassungsgerichtserkenntnis. Und da hat Wien für die Bauordnung, nicht für das Mietrecht, dann gesagt, der Verfassungsgerichtshof hat in seinen Erkenntnissen schon mehrmals festgehalten, dass dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum insofern verfassungsrechtlich zusteht, als er in seinen rechtspolitischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen frei ist, sofern keine sachliche Ungleichbehandlung vorliegt. Und dann gibt es einen Verweis auf diese Entscheidungen. Was möchte ich Ihnen damit mitgeben? Auch wenn der Richtwert nicht unbedingt jetzt gerade anwendbar ist auf Neubauten, ganz im Gegenteil, er ist es nicht, gibt es trotzdem immer wieder Auswirkungen. Und das ist so eine Verfassungsgerichtserkenntnis zum Richtwert, zum Mietrecht. Und dieses Erkenntnis wird genommen von der Stadt Wien, oder besser gesagt dem Land, um eine Novelle zu rechtfertigen, wo man gewisse Einschränkungen vornimmt. Das heißt, hier als Punkt, alles ist eine Einheit. Baurecht und Immobilienrecht wirken immer zusammen. Was stört uns jetzt noch so oder was gibt es noch so? Machen wir es eher weniger polemisch und neutral. Sie haben einen Lagezuschlag oder vielleicht haben Sie ihn nicht. Was ist ein Lagezuschlag? Die Lage des Hauses ist entscheidend. Wenn es eine überdurchschnittliche Lage ist, kann man einen Zuschlag zu diesem Netto-Mietzins machen und kann damit auf gut Deutsch mehr Geld verlangen. Das wurde ebenfalls schon mal getestet beim obersten Gerichtshof, also nicht Verfassungsgerichtshof, sondern oberster Gerichtshof, der sich mit dem Ganzen beschäftigt hat. Und was war der Sukkus 2017? Wir gehen weg von den Wiener Gemeindebezirken als besonders gute Lage, sprich zum Beispiel der 19. Bezirk, der 1. Bezirk, und gehen hin zu den Grätzlern. Das heißt, ich schaue mir das kleine Stadtviertel in diesen Bezirken an und prüfe, ist das eine bessere Lage
als andere in diesem Bezirk. Das heißt, ich darf nicht mehr stur auf die Gemeindebezirke abstellen. Das hat nachher dazu geführt, dass die Lagezuschlagskarte auch überarbeitet worden ist, dazu gleich. Darüber hinaus gibt es noch eine Thematik, und zwar in den sogenannten Gründerzeitvierteln ist der Lagezuschlag ausgenommen. Das hat sich historisch ergeben. Es gab gewisse Stadtviertel in Wien insbesondere, die eine schlechtere Qualität hatten, schlechtere Versorgung hatten, anno dazumal. Also da sprechen wir von vor 100 Jahren. Und das ist einzementiert worden. In diesen Vierteln darf man heutzutage keinen Lagezuschlag verlangen, obwohl da jetzt 100 Jahre vergangen sind. Es ist einfach so. Das ist die Formulierung zu diesem Lagezuschlag. Da sprechen wir von einer Zeit 1870 bis 1917. Und wenn es da eine Mehrzahl an kleinen, mangelhaften Wohnungen gab, dann ist das jetzt einzementiert für die nächsten 100 Jahre und so weiter. Also somit schon sehr bedenklich, dass man etwas, was vor 100 Jahren war, noch immer anwendet. Also irgendwann sollte man doch die Rechtsordnung anpassen. Was hat jetzt diese OGH-Entscheidung bewirkt? Hier habe ich Ihnen grafisch das zweimal aufgezeigt. Das ist die Lagezuschlagskarte in Wien vor 2017. Da sehen Sie, die bunten Felder sind solche Gebiete, wo man einen Lagezuschlag verlangen konnte. Weiß hier am Gürtel entlang gab es keinen Lagezuschlag. Das waren diese Gründerzeitviertel. Das hat sich nun geändert. Das sehen Sie auf dieser Karte. Das ist die aktuelle. Der erste Wiener Bezirk, dunkelblau. Das ist der, wo ich am meisten Lagezuschlag verlangen kann. Das Graue, needless to say, da darf ich keinen verlangen. Das heißt auf gut Deutsch, es hat sich sehr viel verändert und über Nacht mehr oder weniger wurde plötzlich in einigen Grätzeln, einigen Bereichen es ausgeschlossen, dass man so einen Lagezuschlag verlangen darf. Das hat natürlich die Vermieter enorm hart getroffen und ist natürlich bedenklich im Hinblick auf eine Rechtssicherheit und Vertrauensgrundsatz. Sprich für Investments massive Auswirkungen. Was haben wir jetzt noch im Mietrechtsgesetz? Die vierte Art von Mietzins ist der Kategorie-Mietzins, der kommt aus Uraltzeiten. Den haben Sie im Wesentlichen jetzt nur mehr, wenn es eine Kategorie D-Wohnung ist. Hier habe ich Ihnen diese Mietzinse aufgeschrieben. Also sprich Kategorie D wäre 1,80 Euro, wenn sie brauchbar ist. Und ansonsten ist sie 90 Cent pro Quadratmeter, also ein extrem niedriger Mietzins. Nehmen Sie es mit, das ist jetzt nicht der relevanteste. Also grundsätzlich alte Gebäude, Altbauten, sie sind beim Richtwert. Ein weiterer Punkt noch, und zwar der sogenannte Befristungsabschlag nach § 16. Wenn Sie im Vollanwendungsbereich drinnen sind, müssen Sie als Vermieter 25% Befristungsabschlag gewähren. Sprich, wir beginnen bei diesen 5,80 Euro circa, geben Zuschläge dazu und dann muss man 25% abziehen, wenn ein befristeter Vertrag geschlossen wird. Was ist so die Begründung des Ganzen gewesen? Das waren die sogenannten Transaktionskosten. In Österreich müssen Sie immer einen Mietvertrag auf 3 Jahre oder eine längere Dauer abschließen. Und die Idee war dahinter, wenn dieser Mieter alle 3 Jahre woanders hinziehen muss, hat er natürlich alle 3 Jahre gewisse Transaktionskosten. Also sprich, man muss übersiedeln, man hat Maklerkosten und so weiter. Und das wird ihm irgendwo abgegolten in diesen 25%. Darüber hinaus auch ein gewisser Incentive natürlich für den Vermieter, einen unbefristeten Vertrag zu schließen, weil wenn ich nicht 25% abziehen muss, dann ist natürlich meine Rendite höher. Also somit der hat sich etabliert und ist im Gesetz vorhanden, wobei man hinterfragen kann, ob das wirklich richtig ist. Wir leben in einer Zeit mit Shared Economy, also sprich Mieten ist normal und man wechselt auch sehr häufig. Die Frage ist, ob das zeitgemäß ist. Zweitens, muss es wirklich immer so starr sein? Also dieser Befristungsabschlag kommt zum Beispiel auch dann zur Anwendung, wenn Sie einen Vertrag auf 20 Jahre abschließen, wo dann diese Begründung mit den Transaktionskosten schon nicht mehr ganz so klar ist. Es gab auch mal ein anderes System in Österreich mit einer Staffelung des Befristungsabschlages. Somit, da sollte man wirklich überlegen, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man es vielleicht anpasst, sei es ein variableres System, sei es überhaupt ein Entfall des Befristungsabschlages. Was ist jetzt eine Konsequenz des Ganzen gewesen? Das ist natürlich nicht der ausschließliche Grund, aber war ein Mitgrund. Kurzfristige Vermietung. In Wien haben Sie sehr viele alte Gebäude und Altbauten, wo ich in aller Regel nur den Richtwert verlangen kann. Der gibt nicht wahnsinnig viel Geld her und wenn ich jetzt in Rendite rechne, habe ich keine besonders hohe Rendite. Das hat dazu geführt, dass einige Eigentümer gewechselt haben von einer konventionellen Vermietung hin zu einer kurzfristigen Vermietung. Nennen wir es einmal, wir sprechen hier von Anbietern wie Airbnb, Booking und so weiter. Die Diktion in Wien ist nicht die, sondern man wählt eben gerade das Wort kurzfristige Vermietung.
Auch da vor kurzer Zeit, nämlich vor 2 Jahren, hat man dann darauf geantwortet in Wien und hat diese kurzfristige Vermietung verboten. Das ist der 7a Absatz 3 Bauordnung für Wien, der im Wesentlichen besagt, wenn ich eine Wohnung habe, darf diese Wohnung nicht gewerblich genutzt werden für kurzfristige Beherbergungszwecke. Das ist die Antwort darauf, was passiert ist in Wien. Natürlich durch den Tourismus wurde das auch bedingt, aber der Richtwert hat massiv dazu beigetragen, warum dann plötzlich Wohnungen kurzfristig vermietet worden sind. Um vielleicht das Geheimnis auch bekannt zu geben, was das eigentlich heißt. Gewerbliche Nutzung, mittlerweile gibt es einige Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes in Wien. Gewerblich im Wesentlichen wird ähnlich interpretiert oder gleich interpretiert wie nach der Gewerbeordnung, obwohl es 2 gesonderte Materien sind. Und kurzfristig ist mittlerweile auch schon geklärt, also die 30 Tage haben sich letztes Jahr in der Judikatur des Landesverwaltungsgerichtes durchgesetzt. Sprich, wenn ich 2 Monate vermiete, ist es keine kurzfristige Vermietung mehr, so nach dieser Bestimmung im Gesetz. Gut, letzter Punkt eigentlich zum MRG, was natürlich auch immer ins Treffen geführt wird, die Kündigungsbeschränkungen. Im MRG ist es so, dass man nicht willkürlich kündigen darf als Vermieter, sondern nur aus bestimmten Gründen. Und das ist jetzt irgendwo nachvollziehbar für eine normale Wohnungsmiete. Aber in Österreich ist die Besonderheit, dass ich generell eine Beschränkung habe. Also auch bei Geschäftsraummiete ist die Kündigungsmöglichkeit deutlich eingeschränkt. Und zwar unabhängig davon, ob befristet oder unbefristet, die Kündigungsbeschränkung ist da. Hier zusammengefasst, Geschäftsraummiete, welche Kündigungsgründe habe ich da im Wesentlichen? Laut MRG habe ich im Grunde genommen 5 Kündigungsgründe. Ich kann aufkündigen, wenn der Mieter den Mietzins nicht zahlt. Ich kann aufkündigen, wenn der Mieter einen erheblich nachteiligen Gebrauch macht, wenn er es gänzlich weitergibt, nicht vertragskonform verwendet oder ein bestimmter ausdrücklich vereinbarter Kündigungsgrund vorliegt, wobei der gewichtig sein muss. Da kann ich nicht willkürlich sagen, wenn Herr Pfeiffer das möchte, dann wird es beendet. Das geht nicht, das muss ein wichtiger Grund sein. Jetzt können Sie sagen, was tangiert mich das als Entwickler? Ich entwickle das Ganze, es wird vermietet und aus. Die Mietvertragsgebühr, also für alle Zuseher und Zuhörer, die nicht aus Österreich sind, sondern aus anderen Ländern, das ist etwas, womit wir uns auszeichnen oder Körperlgeld holen. Es gibt die Mietvertragsgebühr in Österreich, bestimmte Rechtsgeschäfte unterliegen der Gebühr. Konkret hier die Mietvertragsgebühr nach § 30 GP 5 Gebührengesetz. Die macht Mietverträge, die befristet oder unbefristet geschlossen werden, von einer Gebühr abhängig. Und zwar ist das 1% der Bemessungsgrundlage. Damit die Gretchenfrage, was ist jetzt die Bemessungsgrundlage? Naja, bei den unbefristeten Verträgen nehmen Sie den Mietzins für 3 Jahre und davon 1%. Achtung, den Bruttomietzins. Also wir verrechnen sogar Steuer auf Steuer. Also sprich, Sie nehmen die Umsatzsteuer und davon 1%. Und beim befristeten Vertrag nehmen Sie die gesamte Vertragsdauer, Maximum 18 Jahre. Da kommt schon einiges zusammen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an ein Hotel denken, es wird eine große Immobilie errichtet und die gesamte Immobilie an ein Hotel vermietet, Hotelbetreiber vermietet, dann sind das gewaltige Höhen, was hier an Rechtsgeschäftsgebühr zusammenkommt. Und dann habe ich Ihnen hier aufgeschrieben die Gebührenrichtlinien, die besagen, im Fall einer uneingeschränkten Kündigungsmöglichkeit liegt ein Vertrag auf unbestimmte Dauer vor. Warum habe ich Ihnen das reingeschrieben? Früher, bis so vor circa 2-3 Jahren, war anerkannt, wenn ich im Vertrag alle Kündigungsmöglichkeiten des MRGs vereinbare, gilt der Vertrag steuerlich als unbefristet, selbst wenn er zivilrechtlich befristet ist. Das war immer so ein kleiner Knoten im Gehirn, das gebe ich zu, aber es ist einfach so. Das war früher, mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile sagt die Judikatur, Verwaltungsgerichtshof, das reicht nicht aus, wenn ich das vereinbare, sondern es muss wirklich wesentlich mehr aufgeweicht sein, ansonsten bleibt es beim befristeten Vertrag. Das heißt, wenn wir vom MRG sprechen und den Kündigungsgründen, müssen wir immer auch mitbedenken, da gibt es einen Rattenschwanz an Zusatzthemen, nämlich auch an steuerlichen Themen. Und das ist hier so ein Thema, das Gebührengesetz kann sehr, sehr teuer sein. Was möchte ich Ihnen heute noch mitgeben, bevor ich dann zum Schluss komme? Wir haben nicht nur das MRG in Österreich, das ist das Mietrechtsgesetz. Darüber hinaus haben wir noch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Das gilt eben für gemeinnützige Bauvereinigungen. Und ich habe Ihnen hier den schönen Satz aus dem § 13 WGG aufgeschrieben, damit Sie sehen, wie nutzerfreundlich das Ganze ist.
Ein angemessenes Entgelt, das nicht höher, auch nicht niedriger angesetzt werden darf, als es zur Deckung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung ihrer Baulichkeiten und unter Berücksichtigung eines im Sinne der Grundsätze des § 23 gerechtfertigten Betrages zur Deckung der Kosten der Wirtschaftsführung, der Bauvereinigung sowie nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung zur Bildung von Rücklagen erforderlich ist. Ich habe es geschafft mit Atmen. Das ist ein relativ schwer verständlicher Satz, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Was berücksichtige ich? Die Baukosten, die Grundkosten und Aufschließungskosten, Bewohnbarmachung. Also es ist ja alles verstanden, warum man das hat. Es ist nur relativ schwer verständlich. Gilt das jetzt auch, wenn jemand so eine gemeinnützige Wohnung kauft? Ja, das haben Sie im 20 WGG drinnen. Also wenn so ein Dritter eine Wohnung erwirbt, Wohnungseigentum, unterliegt er dann sinngemäß dem WGG, das dann wieder auf das MRG verweist und der § 1 Absatz 3 MRG verweist mich dann wieder zurück auf das WGG. Warum sage ich das? Die zwei Gesetze sind damit parallel nebeneinander und verweisen aufeinander. Man könnte sich aber die Frage stellen, wäre es nicht gescheiter, das Ganze transparenter zu machen und einfach nutzerfreundlicher zu machen. Es ist irrsinnig schwierig, hier zu wissen, was genau anwendbar ist, insbesondere wenn man auf das Wort sinngemäß vertraut. Wie schaut es jetzt mit dem Entgelt aus, nennt man es so? Im WGG dürfen Sie diese Positionen geltend machen als Vermieter, das heißt eine Absetzung für Abnutzung, angemessene Verzinsung der Fremdmittel, der Eigenmittel, sofern es ein Baurecht ist, dann den Bauzins dazu, den Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag, Verwaltungskosten, Betriebskosten nach dem MRG, also wieder ein Verweis auf das MRG, gewisse Rücklagen und die UST. Die ersten drei können pauschaliert werden, das ergibt so circa 1,80 Euro, nur damit Sie von der Größenordnung auch gehört haben. Das heißt, hier sprechen wir jetzt nicht von einer Wahnsinnsrendite, sondern sind wir natürlich deutlich niedriger. Und auch da kann man sich fragen, ist das zeitgemäß, ein Gesetz zu haben, das so einen ganz anderen Mietzins hat oder ein anderes Entgelt hat. Und dann noch zum Schluss, wiederum Wien, Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz. Auch da irgendwo verständlich, wenn jemand für das Gebäude oder die Wohnung eine Förderung erhalten hat, dann gibt es gewisse Mietzinsbeschränkungen. Irgendwo verständlich. Die Gretchenfrage ist dann immer, was ist, wenn diese Förderung zurückbezahlt worden ist? Und da beginnt das juristische Desaster. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wann die Förderung gewährt worden ist, Nummer eins. Und es kommt darauf an, wann sie zurückbezahlt worden ist, Nummer zwei. Und es kommt darauf an, ob sie nach dem Rückzahlungsbegünstigungsgesetz zurückbezahlt worden ist und auch nach welcher Fassung. Das heißt, Sie haben eigentlich ein sehr kompliziertes System, wo wir als Anwälte immer gefragt werden, ich hätte jetzt eine Wohnung aus den 70er Jahren, die ist ursprünglich mal gefördert worden, was darf ich als Mietzins verlangen? Und das ist dann wirklich so eine rechtshistorische Frage, wo man tief graben muss, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Also auch da die Frage, ist das ein sinnvolles System oder sollte man vielleicht das transparenter gestalten? Damit bin ich jetzt eigentlich schon fast am Ende. Was ist das Resümee? Immer Mietrecht und Baurecht und Raumordnungsrecht miteinander anschauen. Die haben immer Auswirkungen aufeinander. Mietrecht habe ich 4 unterschiedliche Mietzinse und auch 2 unterschiedliche Systeme für Betriebskosten, Vollanwendungsbereich und Nicht-Vollanwendungsbereich. Ich habe den Befristungsabschlag, Mietzinse kann ich im Vollanwendungsbereich überprüfen lassen. Dann habe ich parallel ein Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und dann noch nach den Förderungsbestimmungen gewisse Einschränkungen. Sprich, ein kompliziertes System und das war jetzt der erste Teil. Ich habe gewisse Eintrittsrechte in dem Mietvertrag, wo nahe Angehörige eintreten dürfen, Erhaltungspflichten im MRG, Mindestdauer. In Österreich müssen Sie einen Wohnungsvertrag auf mindestens immer 3 Jahre abschließen, sonst wäre die Befristung nichtig. Faktisch kann man sagen, die Mietverträge sind unkündbar, wenn das MRG anwendbar ist, außer der Mieter zahlt nicht. Sie haben außerdem keine Übereinstimmung WIG und MRG. Das Beispiel ist, Sie kaufen sich eine Eigentumswohnung im Altbau. Dann werden die Kosten, die Ihnen als Eigentümer verrechnet werden, anders sein als jene, die Sie weiter verrechnen dürfen an den Mieter. Also auch da sollte man überlegen, ob das zeitgemäß ist. Und generell sind die Gesetze historisch gewachsen. Das ist verständlich und klar. Aber sie sind damit auch schon intransparent geworden. Und die Frage, sollte man jetzt nicht mal nachbessern und gleich an den Nachredner die Frage, keep it simple, wäre das jetzt nicht mal eine Lösung und nicht einfach ständig novellieren und damit ein bisschen einen komplizierten Haufen zu haben an Gesetzen.
Das war's schon. Vielen Dank. Bei Fragen immer wieder gerne und dann gebe ich schon weiter an den nächsten Redner. Danke. Super, danke. Danke, Klaus. Und ich glaube, das ist der perfekte Übergang zum Thomas, der, glaube ich, zeitlich ein bisschen limitiert ist. Thomas, wenn ich gleich dir das Wort erteilen darf, ich glaube, da hast du jetzt ganz, ganz, ganz viel darauf zu antworten. Vielen lieben Dank, liebe Jasmin Sorabia. Wir gehen einen langen Lebensweg gemeinsam. Freue mich, dass ich dabei sein darf, meine lieben Damen, meine ebenso lieben Herren, vor allem liebe Zuseher und Hörerinnen aus der Schweiz und aus Deutschland. Wenn Sie sich anhören, was die Össis da aufführen, müssen Sie ja davon ausgehen, dass wir vollkommen gaga sind. Ich meine, ein bisschen gaga sind wir auch, wenn wir auch das ABGB bereits am 01.01.1812 hatten und Sie das BGB erst 1900. Wir sind trotzdem gaga, glauben Sie mir das, ja? Wenn wir in Österreich die Mietpreisbremse so hätten, wie Sie sie haben, würden wir bereits eine Messe im Stephansdom lesen lassen. Das wäre für uns das gelobte Land. Alles, was wir hier in Österreich aufführen, ist eher eine Zumutung. Aber zurück zum Thema. Ich entschuldige mich nur deshalb bei dem einen oder anderen Nachredner, dass ich dann weg muss. Der Hintergrund ist tatsächlich mein zweiter Beruf. Wie die Jasmin gesagt hat, ich bin Weinbauer und zwar kein kleiner. Wir machen so ungefähr 150.000 Flaschen im Jahr. Das ist zu viel zum selber trinken, obwohl ich da durchaus professionell bin. Das heißt, ich muss heute noch einen Chardonnay filtrieren und den in der Nacht, weil er morgen gekühlt werden muss. Das ist der Hintergrund. Aber es macht nichts. Entspannt euch. Ich bin schon da und wenn ich Fragen beantworten kann, werde ich sie beantworten. Ich bin eher aus der politischen Überfliegersicht gefordert, vielleicht das eine oder andere zum österreichischen Wohnrecht zu sagen. Warum ich jetzt das Wort Wohnrecht verwende, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich schließe nämlich an das an, was Rechtsanwalt Pfeiffer sagt. Wir müssen das viel breiter denken, als wir es heute denken oder bislang gedacht haben. Und das Zweite ist, ich möchte fast mit etwas ganz anderem beginnen, was vielleicht für diese Bundesregierung ganz gut passt. Ich muss uns immer ein bisschen daran erinnern, der Felix Baumgartner, das ist ein Österreicher, der sich aus 39 Kilometer Höhe auf die Erde hinuntergestürzt hat. Wir haben ihm alle begeistert zugeschaut. Ja, das einzig Sinnhafte, was aus meiner Sicht gesagt hat, war, sometimes you have to go up really high to see how small you are. Du musst verdammt weit hinaufsegeln, um zu sehen, wie klein du wirklich bist. Diese Fragestellungen, ob es sich um den Lagezuschlag des Gründerzeitviertels, die Mietpreisbremse in Berlin oder die explodierenden Mietzinsen in Hamburg oder München handelt, sind ja gemessen an dem, was uns momentan, und ich spreche nicht von Covid, was uns momentan auf diesem Globus abverlangt wird, geradezu, ihr seid mir nicht böse, Lächerlichkeiten. Es gibt drei große Fragen und ich hoffe, dass diese Bundesregierung, ich werde das meinige daran tun, darauf antworten wird. Das ist erstens der Klimawandel, das ist zweitens die Bevölkerungsexplosion und das ist drittens die Krise der Demokratie und die damit einhergehende Digitalisierung. Das sind die drei wirklich großen Fragen, auf die müssen wir heute Antwort geben. Ob das Mietrecht, sage ich jetzt einmal, einfach oder kompliziert ist, wird diesen Globus keine Sekunde verändern. Ich erinnere daran, dass vor 200 Millionen Jahren auf diesem Globus in 10 Millionen Jahren 90% aller maritimen und aller landgebundenen Arten ausgestorben sind. Ich erinnere Sie aber auch daran, und das soll ein Appell sein, dass heute pro Tag auf diesem Globus 6 Arten sterben. Das heißt, Sie können jetzt nachzählen, welcher Rechnung Sie auch immer nachgehen, ob wir auf diesem Globus, wie die einen sagen, momentan 800.000 Arten haben oder 1 Million Arten, wenn jeden Tag 6 Arten sterben, wird es zart. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Gottlob sind wir den Herrn Trump ja los, was ich sehr begrüße. Wir haben einen Klimawandel und ich darf Ihnen das als Landwirt sagen und das ist die große Frage, auf die wir auch im Niederrecht antworten werden müssen. Wir haben einen Klimawandel, weil bei mir in der Hölle, für die lieben Schweizer und deutsche Kollegen, es gibt einen Ortsteil in Österreich, der heißt Hölle. Nichts Schlimmes, wir können dort mit mir hinfahren. Nur hat es dort im Sommer eine hohe Temperatur, nämlich 40 Grad. Und wir wissen, dass es im Jahr 2035 dort 45 Grad haben wird und wir nichts mehr dagegen tun können und dort auch keine Landwirtschaft betreiben werden.
und das, ich sage Ihnen noch ein drittes und dann bin ich im Wohnrecht, auf diesem Globus sind die Förderungen, die vor allem die großen Hegemonialstaaten hergeben, also ich spreche von China, von den Vereinigten Staaten, aber natürlich auch von den nachfolgenden Staaten wie Indien etc., 90% der Förderungen, die diese Staaten heute vergeben, es gibt übrigens auch bei westlichen Industriestaaten, sind Förderungen für fossile Brennstoffe. Das heißt, es ist süß, wenn wir über irgendwelche Windradeln nachdenken oder wenn jeder von uns eine Photovoltaikanlage mit großer Begeisterung aufs Dach casht. Wir müssten viel, viel größer zu denken beginnen. Als dieses Regierungsprogramm das Licht der Welt erblickt hat, und das ist jetzt keine persönliche Ausrede, war ich in Australien. Ich bin zwar der Chefberater auf der ÖVP-Seite, sage ich jetzt einmal, aber ich war trotzdem in Australien. Ein Monat oder 6 Wochen lang. Das letzte Regierungsprogramm, das mit der Freiheitlichen Partei Österreichs abgeschlossen wurde, habe ich mitverhandelt und teilweise das Kapitel Wohnen geschrieben. Dieses Mal war ich in Australien. Ich war allerdings mit einem Satellitentelefon verbunden. Das heißt, ich konnte immer irgendetwas mehr oder weniger Sinnhaftes in diese Verhandlungen einwerfen. Ich betone eher mehr oder weniger sinnhaft. Sie müssen sich solche Verhandlungen aber auch realpolitisch vorstellen. Ich bin jetzt fast schon 30 Jahre in diesem Bereich tätig und ungefähr 20 Jahre als Berater, wobei mich haben sie immer wieder mal montiert und abmontiert in allen Varianten, weil ich vielleicht auch dort und da nicht parteilinientreu war und sehr stolz darüber bin. Aber stellen Sie sich eine Verhandlung zwischen der ÖVP auf der einen Seite und den Grünen auf der anderen Seite vor. Ich sage Ihnen die entsprechenden Passagen im jeweiligen Parteiprogramm. Ich beginne mit der ÖVP, der etwas größeren Regierungspartei. Das Erste, was im Regierungsprogramm steht drinnen, wir müssen Treffsicherheit im österreichischen Wohnrecht schaffen. Dieses Wort verwenden die Politiker seit dem 8.5.1945. Ich habe noch keine Regierung gesehen, die nicht Treffsicherheit im österreichischen Wohnrecht wollte. Ja? Also sprich, wir haben nichts gesagt, genau null. Ja? Das zweite, ÖVP-Position, wir wollen in Österreich den Mietadel abschaffen. Für die Österreicher unter uns gemeint die Paragraphen 12 und 14 Mietrechtsgesetz, die von Rechtsanwalt Magister Pfeiffer angesprochen wurden. Für die deutschen und Schweizer Kollegen, in Österreich ist es so, dass du in unter bestimmten Voraussetzungen in ein Mietverhältnis eintreten kannst. Zum Beispiel, wenn du ein Kind oder ein Enkel bist oder wenn du ein Lebensgefährte bist, natürlich auch ein Ehegatte. Der Hintergrund dieser Regelung ist, dass man verhindern möchte, dass Menschen aus angestammten Wohnbereichen verdrängt werden. Ob das Sinn hat oder nicht Sinn hat, ist zu dem Thema komme ich noch. Ja? So, wir haben noch immer keine bahnbrechenden Themen des österreichischen Mietrechts im Regierungsprogramm, aber immerhin, ich habe die ÖVP hineingeschrieben, wir wollen zeitgemäße Zu- und Abschläge haben. Gemeint ist das Richtwertsystem, das von Rechtsanwalt Pfeiffer angesprochen wurde. Ich meine, das ist eh häufig zeitgemäß, es steht eh nichts im Gesetz drüber. Es gibt zwar 7 Ziffern, die relativ wenig sagen, außer beim Befristungsabschlag. Also, ich sehe jetzt keine bahnbrechende Unzeitgemäßheit, aber mein Gott, man hat etwas hineingeschrieben. Möglicherweise hat man den Lagezuschlag gemeint, ich glaube aber nicht, so weit ist die Expertise nicht gegangen. Ja, letztlich war ganz spannend für die steuerrechtliche Komponente und wiederum für die Schweizer und deutschen Kollegen. In Österreich ist es so, dass du bloße Erhaltungsaufwendungen relativ rasch steuerlich gegenrechnen kannst, gegen sonstige positive Einkünfte, wobei man in Österreich noch immer alle Einkunftsarten miteinander gegenverrechnen darf. Das heißt, du darfst, übrigens eine alte Forderung für den Finanzminister, dass man das abschafft, wir haben uns immer dagegen gewehrt, bislang erfolgreich. Das heißt, du kannst zum Beispiel in der Landwirtschaft, siehe Mallot, an Verlust bauen und den mit deinen positiven Einkünften als Immobiliose gegenrechnen. Das ist eine gewisse Wohltat. Momentan gibt es das noch, ich weiß nicht wie lange noch. Ja? Bis der Finanzminister Problem wird und das wird bald der Fall sein. Ja? Aber im Regierungsprogramm der ÖVP steht drin, wir wollen eine schnellere Absetzung. Was unter schnellere versteht, weiß ich nicht genau, aber dass sie ein Gefühl haben für diejenigen, die im österreichischen Immobiliensteuerrecht nicht so versiert sind. Wenn du ein Dachgeschoss in Österreich ausbaust oder wenn du einen Neubau errichtest, darfst du diesen auf 66,6 periodische Jahre verteilen. Damit
gehen Investoren in den Mietwohnungsbau nicht hinein. Denn ich brauche Ihnen als Spezialistinnen nicht zu sagen, wenn du es auf 66 Jahre verteilst, ist es sinnlos, nicht? Da brauchst du es auch gar nicht verteilen, ja? Da ist der Bruchteil, den du verteilst, so gering, dass er steuerlich kaum wirksam wird, ja? Schauen wir aber im Gegenzug die Position der Grünen Österreichs an. Ich möchte aber eines betonen, dass ich ein großer, großer Befürworter dieser Koalition war. Noch lieber hätte ich gehabt, wenn die Neos auch dabei gewesen wären. Das ist meine persönliche Meinung und keine Anbieterung an die liebe Frau Kollegin. Ja, aus verschiedensten Erwägungen. Aber schauen wir uns trotzdem die Grünen an. Die Grünen haben als ersten Punkt, wir wollen transparente Mietzinsobergrenzen. Damit brauchen Sie sich nicht mehr die Frage geben, ob in dieser Legislaturperiode ein neues Mietrecht gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist asymptotisch unter Null. Ja, wenn auf der einen Seite der eine sagt, wir brauchen zeitgemäße Zu- und Abschläge und eher aus einer wirtschaftsliberalen, wenn nicht, sage ich einmal, neoliberalen Strömung kommt, und die anderen sagen, wir brauchen eine transparente Mietzinsobergrenze, was sollen wir jetzt verhandeln? Das ist auch der Grund, warum Sie im Regierungsprogramm zu solchen Themen praktisch nichts finden. Warum? Die Ampel war auf Rot geschalten, ganz einfach. Ja, in diesen Regierungsverhandlungen gibt es immer wieder, zu viel darf ich nicht erzählen, gibt es immer wieder so Weisungen, die kommen von oben oder von der Seite oder von allen möglichen Seiten und die lauten dann, Tommy, das greifen wir nicht an. Das macht keinen Sinn. Da kommt nichts aus. Ja, als dann greifst du es nicht an. Du hoffst halt als Experte, dass du das durchbringst, wo du dir denkst, das ist vielleicht ein kleiner gemeinsamer Nenner, wo wir zumindest einen Schritt weiterkommen. Zweitens, nach drei Kofler Doppelpunkt, das ist der Grünenführer in Österreich, wir wollen alle Mietverhältnisse nach 30 Jahren im Vollanwendungsbereich haben. Für die Österreicher, ihr seid klar, was ich gerade gesagt habe, für die Schweizer und Deutschen, wir wollen, die Aussage lautet, wir wollen nach 30 Jahren sämtliche Mietverhältnisse in einem staatlich relativ stark dominierten Reglement haben. Du darfst nicht mehr als x Mietzins verlangen. Warum gibt es die 30 Jahre, die sind geklaut bei den Sozialdemokraten? Die haben das im Universalmietrecht auch drinnen stehen und sagen, ich baue ein Gebäude, nach 30 Jahren ist dieses Gebäude abgeschrieben und dann soll dieses Gebäude in eine Mietzinsbindung hinein gelangen, die sozial verträglich ist. Dann frage ich immer, und warum vorher nicht? Die Antwort lautet, na, sonst geht es ja nicht aus. Ich sage, okay. Das sage ich auch schon ungefähr 30 Jahre, nicht, dass es uns halt nicht ausgeht, nicht, weil wir sonst Transferleistungen in den Sektor hineinpumpen müssen, aus dem Förderungsbereich, um Wohnen in Österreich sozial verträglich zu halten. Ja. Kofler, der Chef der österreichischen Grünen, sagt, nur unbefristete Mietverträge, es darf keine befristeten Mietverträge geben und keinesfalls darf es im Steuerrecht zu Änderungen kommen, weil das wäre eine Reichenförderung. So, das sind die beiden Positionen niedergeschrieben in den Programmen der beiden Parteien. Damit ist die Wahrscheinlichkeit eher asymptotisch unter Null, dass wir in dieser Legislaturperiode ein neues Wohnrecht bekommen. Ja, ich betone, und das ist eine aktuelle Information, was das Wohnungseigentumsrecht betrifft, das nicht nur eingeschränkt unser heutiges Thema ist, werden wir mit einiger Wahrscheinlichkeit noch vielleicht noch in diesem Jahr eine Novelle bekommen. Ich sage jetzt einmal, ohne zu stark aus der Schatulle zu plaudern, sie schaut nicht so schlecht aus, sage ich jetzt einmal, ja, eine Novelle bekommen, die sich im Wesentlichen, was ökologisch nicht ganz uninteressant ist, mit dem bahnbrechenden Thema der E-Ladestation in Wohnungseigentumshäusern beschäftigen wird. Ja, ich sage besonders bahnbrechend, wisst ihr, gescheiter war es, wir würden die A4 sperren und alle mit der Eisenbahn fahren, als uns mit der E-Ladestation im Keller auseinanderzusetzen. Aber das ist jetzt eher eine wissenschaftliche Aussage. Es wird natürlich zu einer Mindestrücklage im Wohnungseigentum kommen. Es wird zu einer Erleichterung der Beschlussfassung im Wohnungseigentum kommen. Ich kritisiere jetzt, aber es könnte sein, dass nur die Zahl der abgegebenen Stimmen gilt. Diese müssen aber ein gewisses
sage ich jetzt einmal, Konsensquorum erreichen. Also eine gewisse Anzahl an Wohnungseigentümern muss zustimmen, sonst ist kein Beschluss möglich. Ja. Und vielleicht gibt es auch sowas wie eine Querulantenregelung, weil ich glaube, das ist in Deutschland nicht anders sein als in Österreich. Im Wohnungseigentum hast du es immer wieder mit Personen zu tun, die ein sehr verdichtetes Selbst- und Rechtsbewusstsein haben. Und dann wird die Meinungsbildung zumeist relativ schwierig. Ja. Deswegen will man da ein bisschen nachrüsten. Aber zurück ins Mietrecht. Glauben Sie mir, über das Mietrecht wird nicht verhandelt. Ich glaube, wir werden es wissen. Es sei denn, sie sind so geheim, diese Verhandlungen, das ist nicht einmal ich weiß. Ja. Aber was wären die großen Themen, die ich natürlich in den Topf geworfen habe mit der höflichen Bitte, dass man sich doch ihrer annimmt? Das erste Thema ist der angesprochene Anwendungsbereich eines Sonderkonsumentenschutzrechts. Das österreichische Mietrecht ist in großen Teilen ist ganz falsch, wenn ich das sage. Nun, es muss immer klar sein, der Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, also dieses Sonderkonsumentenschutzrecht für unsere deutschen und Schweizer Kolleginnen, dieses Sonderkonsumentenschutzrecht bezieht sich im besten Fall auf 6% der österreichischen Mietverhältnisse. Und wenn ich den sogenannten Teilanwendungsbereich, da gilt das eine und das andere nicht, das ist jetzt wurscht, dazu nehme, redet man von ungefähr 18% der österreichischen Mietverhältnisse. Der Rest läuft eh halbwegs gut. Ja, aber wir haben in Österreich einen ganz, ganz großen Sektor der Gemeinnützigkeit. Da werde ich noch zwei Worte drüber verlieren. Ja. Deswegen, wir haben auch einen stark durch das WGG, durch die Gemeinnützigkeit dominierten Markt, den es ja kurz nach dem Zusammenschluss und der wieder, sage ich mal, der deutschen Einheit, die Gemeinnützigkeit irgendwann einmal in Deutschland abgeschafft wurde. Ja. So, was können wir beim Einsatz überlegen, beim Anwendungsbereich? Da müsst ihr euch eher fürchten, weil wenn, dann kommt es zu einer Ausweitung des Anwendungsbereiches und sicherlich nicht zu einer Einschränkung. Das halte ich für unwahrscheinlich realpolitisch. Ja? Das heißt, wir müssen eher aufpassen und dort dagegen arbeiten und dieses Sonderkonsumentenschutzrecht nicht noch weiter ausdehnen, als es schon ausgedehnt ist. Zweitens, natürlich sind, und dort könnte am ehesten, da kann man auch Ideen, könnte am ehesten zu Änderungen kommen, natürlich sind die Paragraphen Folge 3 bis 5 Absatz 1 MRG, sagt unseren deutschen und Schweizer Kollegen genau gar nichts, da geht es um Erhaltung und Verbesserung, das heißt um die Frage, was musst du in einem Gebäude zuerst machen, und als zweites und als drittes und als viertes. Diese Kataloge im Mietrecht sind natürlich, haben mit dieser Welt nichts mehr zu tun. Ja, sie stammen aus dem Wiederaufbau, dass du zuerst dass du zuerst, weiß nicht, alle Erhaltungsarbeiten durchführen musst, bevor du irgendeine Verbesserungsarbeit machen kannst. Wenn du aber keine Verbesserungsarbeit machst, kannst du den Mietzins nicht höher machen und damit hast du kein Geld für Erhaltungsarbeit. Also, das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, vollkommen kaka. Ja, gehört längst weg. Auch wenn du meiner 21-jährigen Tochter, die übrigens in der Zwischenzeit, Jasmin, das weißt du noch nicht, auch Jus studiert, ja, sie hat vorher Agrarwissenschaft gemacht, aber sie ist als Agrarin nicht geboren, glaubst du mir das, ja. Also sie wird jetzt Juristin, wenn ich meiner Tochter sage, Mucki, es ist ein unpackbarer Unterschied, ob du in Österreich eine Wohnung vermietest, die vor dem 8.5.1945, wenn ihr euch erinnert, am Zeitpunkt des Endes des Zweiten Weltkriegs, ja, oder nach dem 8.5.1945 vermietest, sagt meine Tochter Bier, und warum? Und sie hat vollkommen recht, es ist vollkommen ein Nonsens, unerträglicher Nonsens, ja, weil wenn du im 8. Bezirk, das ist ein sehr guter Wiener Bezirk, eine Wohnung vermietest, ist sie möglicherweise ein Vielfaches mehr im Mietzins wert, als wenn du im Downtown Simmering, ich habe nichts gegen Simmering, ich weiß jetzt keinen vergleichbaren Ort in Berlin, aber wenn du irgendwo draußen eine Wohnung im Märkischen Viertel vermieten würde, sage ich jetzt einmal. Ja. So, interessant ist, da könnte es zu Nachrüstungen kommen im Erhaltungs- und Verbesserungsbereich, weil das stark natürlich auf der grünen Seite gut ankommt. Ich sage das so despektierlich, der allerhöchste Wertschätzung der Personen, die in diesem Zusammenhang tätig sind. Ja. Was ich mir auch vorstellen könnte, auch für die deutschen und Schweizer Kollegen, stellen Sie sich vor, es tritt meine Tochter in das Mietverhältnis meiner Mutter ein. Meine Mutter ist 80 und wohnt am Schwarzenbergplatz in Berlin, vergleichbar mit dem Kurfürstendamm. Ja, so, dort wohnt meine Mutter. Sie hat aber einen alten Mietzins.
Ja, dieser Mietzins, ich sage jetzt einmal ganz bewusst, ist ein Schilling, nicht ein Euro. Ein Schilling pro Quadratmeter pro Monat. Meine Mutter lebt allein und hat 170 Quadratmeter. 170 mal ein Schilling sind 170 Schilling, dividiert durch 13,7603. Ergibt den Euro von meiner Mutter. Wenn meine Mutter zu mir sagt, prüf die Betriebskosten zu den Namen, mache ich nicht. Ja, kommt nicht in Frage. Dann ist immer 3 Tage böse. Ja, aber das halte ich aus. Ja, das ist ein Witz. Wenn aber meine Tochter eintritt in dieses Mietverhältnis, liebe Kollegen aus Deutschland und der Schweiz, die anderen wissen das, wenn meine Tochter eintritt, dann bekommt sie zwar einen höheren Mietzins, ja, aber ich habe jetzt kurz meine Information bekommen, dass ich nicht sehr gut hörbar bin, es tut mir leid, ich versuche es noch näher zu gehen an den Computer. Wenn meine Tochter eintreten würde, ist der maximal mögliche Mietzins, den sie für die Wohnung am Kurfürstendamm bekommt, 3,80 Euro pro Quadratmeter pro Monat plus Betriebskosten. Das ist es. Und das für die nächste Generation. Sie ist 21 und hat eine fernere statistische Lebenserwartung bis 94. Ja, ich wünsche dem Eigentümer viel Vergnügen. Da überlegen wir eine Aufhebung der Deckelung im Eintrittsfall. Das ist also der Mietzins sozial angenähert wird an den marktüblichen Mietzins, vielleicht über einen bestimmten Zeitraum. Kollege Pfeiffer hat auch darauf hingewiesen, dass wir haben einen Befristungsabschlag in Österreich, der allerdings auch nur für bestimmte Mietverhältnisse gilt. Wir überlegen, hier tatsächlich einen degressiven eventuell zu machen. Das heißt, je länger das Mietverhältnis, desto geringer der Abschlag. Das hatten wir schon einmal mit 10%, 20%, 30%. Das könnte vielleicht sogar in dieser Legislaturperiode ein Thema werden. Allerdings unter einer Prämisse. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Mein Chef im Parlament sagt zu mir, ich sage immer Chef zu ihm, ja, bin Gottlob ein Freelancer und kriege kein Geld dafür. Ja. Sagt, Donny, warum vermieten Menschen befristet? Sage ich, charmster Diener, Herr Abgeordneter, weil Sie wollen bessere Zeiten abwarten, bis sich der Gesetzgeber was Neues überlegt hat. Tommy, gibt's noch einen Grund? Sage ich, charmster Diener, ja, vielleicht verändert sich der Markt mehr als der Index. Und dann will man, wenn der Mietvertrag ausgelaufen ist, zu einem höheren Mietzins vermieten. Sage ich, Tommy, gibt's noch etwas? Sage ich, ja. In dieser Zeit können wir schauen, ob der Mieter lieb oder böse ist. Ja, damit gibt es noch andere Gründe, so genau. Mir fallen keine anderen ein. Das ist jetzt natürlich, das taugt den Investoren nicht so sehr, aber es ist so. Da bin ich zu lange am Markt, als dass ich da andere Meinung dazu habe. Das Letzte, vielleicht nur für die Makler unter Ihnen, das Bestellerprinzip kommt. Ja, also das sagt jetzt Ihnen in Deutschland viel, Sie haben es bereits, dass nur der Auftraggeber den Makler bezahlt. Hier rüstet Österreich jetzt nach und zwar sehr bald. Ich gehe davon aus, dass es noch in diesem Jahr der Fall sein wird. Ja. 4 Antworten noch, dann bin ich mit meiner Rede am Ende. Eine Kollegin hat in den Chat hineingeschrieben, ich antworte nur darauf, hat in den Chat hineingeschrieben, Malot, ist es, oder zu Pfeiffer hat sie das, glaube ich, gesagt, ist es, lassen die Österreicher die Häuser deshalb verfallen, weil sie letztlich die Mieter dort verlieren wollen und einen Neubau machen wollen? Ich glaube, dass das kein Flächenphänomen ist und damit antworte ich hier auf die Performance im Chat. Es ist kein Flächenphänomen, tun die Österreicher nicht. Es gibt schon irgendwelche Häuser, für die würde ich auch die einzig sinnhafte Sanierungsform Schelladin-Donarit empfinden, wir sollten sie sprengen, aber ansonsten ist es kein Flächenphänomen. Nur noch 3 Hinweise, eine kurze Information. Die Art der Festlegung des Richtwertes für Wien war nichts anderes als die politische Antwort auf den Bund. Ich war dabei. Ja, da ist man draufgekommen, ui, uns ist was im Bund passiert, deswegen hat man den Wiener Richtwert künstlich niedergehalten. Ich könnte Ihnen einen Tag lang darüber erzählen, wie man es gemacht hat, aber dies nur als Information.
Das ist natürlich die großen, wenn wir im System bleiben, und das ist auch wiederum eher eine schlechte Nachricht, ist die Frage, wird es zu irgendetwas kommen im Bereich des Gründerzeitviertels, des Lagezuschlags, der Reglementierung für die deutschen und Schweizer Kollegen, der noch mehr Regulierung in bestimmten Bereichen? Die Antwort lautet, ich halte es für hoch unwahrscheinlich. Stellen Sie sich vor, die Bundesregierung stellt sich in Zeiten wie diesen hin und sagt, wisst was, wir heben das Gründerzeitviertel auf. Damit schreibt morgen die Kronenzeitung bei Ihnen Bild, Wohnen wird in Österreich um 50% teurer, auch wenn es nur 100 Mietobjekte betrifft. Das ist realpolitisch momentan nicht durchzuhalten. Ja, ich bin selbstverständlich noch weiter da, wurde bereits gemahnt, kurz zu sein, habe es jetzt versucht, ja, freue mich auf Fragen und wünsche einen frohen, mitträglichen Abend. Ja. Danke, Thomas. Also das war, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, die Frau Diplom-Ingenieur Rapovic wird dann traurig sein, wenn du schon vorzeitig aussteigst, weil sie, glaube ich, noch sicher viele Punkte hat, die sie mit dir diskutieren kann. Aber ich darf jetzt kurz zum Herrn Dr. Schede überleiten, dass der uns vielleicht erklärt, ob unser österreichisches Mietsystem wirklich so gaga ist, wie der Thomas sagt, oder wie das in Deutschland ausschaut, ob die Deutschen das besser machen. Und vor allem, ich glaube, dieses ganze Thema Mietpreisbremse interessiert sicher sehr. Ja, ich würde mir natürlich gar kein Urteil in dieser Form jedenfalls erlauben, kann nur zwei Dinge zunächst mal feststellen. Erstens, in der letzten Stunde ist mein Respekt vor meinen österreichischen Kollegen sprunghaft gestiegen, denn diese Komplexität im Mietrecht kennen wir hier in Deutschland Gott sei Dank nicht. Und das Zweite ist, Professor Mallert, vielleicht mit anderen Worten etwas in eine ähnliche Richtung. Ich verstehe nach der letzten Stunde jetzt auch viel besser, warum die Linken hier in Berlin sagen, Wien ist das Mieterparadies und sich schön und hier feiern 100 Jahre das rote Wien und wollen daraus für die nächsten 100 Jahre das rote Berlin machen. Das ist jedenfalls offensichtlich die grenzüberschreitende gemeinsame Linie auf diesem Teil des politischen Spektrums. Ich bin angekündigt worden, einen Gesamtvergleich zu machen mit dem deutschen Mietrecht. Das würde ich jetzt mal ein bisschen eindampfen und zwar einfach konzentrieren, wirklich nur auf sozusagen einen systematischen Überblick über das Mietregulierungssystem in Deutschland, damit man die groben Unterschiede verstehen kann und dann Ihnen kurz vielleicht auch ein bisschen anekdotisch erzählen, was bei uns gerade so diskutiert wird. In der Vorbesprechung hatte Klaus Weifer gesagt, naja, wir orientieren uns ja häufiger nach dem, was ihr in Deutschland macht. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lasst das bitte sein, sondern macht besser was Eigenes, Vernünftiges, Neues. Das können wir uns dann hoffentlich abgucken. Wir haben auf jeden Fall unser Mietrechtsregulierungssystem für die Miethöhe sein eigentliches Fundament im bürgerlichen Gesetzbuch, dort im Mietrecht. Wir unterscheiden da grundsätzlich zwischen dem Gewerbemietrecht und dem Wohnungsmietrecht. Die Trennlinie beim Miethöherecht ist offensichtlich in Österreich nicht so scharf, sodass man grundsätzlich sagen kann, die engen Grenzen des Miethöherechts oder des sozialen Mietpreisrechts betreffen tatsächlich nur Wohnungsmietverträge und nicht auch noch Geschäftsraummietverträge und so weiter. Und im bürgerlichen Gesetzbuch haben wir auch grundsätzlich ein Regelungssystem, was für alle Wohnungen deutschlandweit gilt. Und es gibt nur eine Ausnahme oder eine Kategorie von Ausnahmen. Das sind nämlich die öffentlich geförderten Mietbestände. Das ist auch wieder ein bisschen anders als das Gemeinnützigkeitssystem in Österreich. Das ist bei uns vor 30 Jahren abgeschafft worden. Daraus sind die städtischen Wohnungsgesellschaften, die aber auch wie private auftreten, am Markt dann entstanden. Und dieses soziale Mietpreisrecht, was sich in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren, seit den 60er Jahren entwickelt hat und zunehmend eben in das bürgerliche Gesetzbuch dann diffundiert ist und seit 2002 dort auch einen festen Bestandteil hat. Das unterscheidet im Wesentlichen folgende zwei Säulen, Regulierungssäulen. Das eine ist, es gibt eine Begrenzung der Mieterhöhungsmöglichkeiten für Mietverträge im Bestand, also bestehende Mietverträge.
Und das ist die sogenannte Kappungsgrenze, die geregelt ist, die nichts anderes sagt, als dass nach 15 Monaten seit der letzten Änderung darf ein Vermieter erhöhen, aber nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die durch den Mietspiegel bestimmt wird. Und zum Zweiten im Zeitraum von, ist die zweite Beschränkung, systematisch innerhalb von 3 Jahren maximal 20% bei angespannten Wohnungsmärkten, was in Großstädten immer der Fall ist, werden per Verordnung so festgelegt, nur 15%. Also das heißt, man kann sozusagen, die Mieterhöhungsmöglichkeit ist per se schon heute durch das bürgerliche Gesetzbuch gedeckelt und orientiert sich letztlich an einer verlangsamten öffentlichen, ortsüblichen Vergleichsmiete, wo die historisch ermittelt wird, sodass sie sozusagen immer hinter der aktuellen Marktentwicklung hinterherhängt. Da werden die letzten 6 Jahre abgebildet und das wirkt dann sozusagen einfach verlangsamend ganz generell für die Mieterhöhungsmöglichkeiten im Bestand. Was neu eingeführt worden ist 2015, ist die sogenannte Mietpreisbremse. Die betrifft nämlich die Neuvermietung. Bis dort dahin war die Neuvermietung neues Spiel, neues Glück frei und man konnte wirklich den am Markt erzielbaren Mietzins verlangen. Und der war dann wieder maßgeblich für die Erhöhungsmöglichkeiten im Bestand, die ich gerade parallel beschrieben habe. 2015 hat man dann eingeführt auf Bundesebene die Mietpreisbremse in der großen schwarz-roten Koalition. Und die besagt eine Deckelung der Neuvermietungsmiete, nachdem eine Wohnung frei geworden ist. Und zwar gilt grundsätzlich dort das System Neuvermietung, es darf nicht höher sein als 10% der ortsüblichen Vergleichsmiete. Also wieder ortsübliche Vergleichsmiete als das Korrektiv der Mietpreis- oder Verlangsamungselement, Instrument der Mietpreisentwicklung. Aber man durfte mindestens die Vormiete nehmen, die man vorher hatte. Also man hat sich nicht sozusagen im Nachhinein mit seinem Businessplan verschlechtert. Wir werden nachher merken, wenn ich Berliner Beispiele, neues Reglement nenne, warum das Kleinigkeiten sind, die aber strukturell wahnsinnig wichtig sind. Und ausgenommen sind von der Mietpreisbremse aber Neubau seit Oktober 2014 oder umfassende Modernisierungen. Und bei den umfassenden Modernisierungen sagt man, Pi mal Daumen, so um die 700 Euro pro Quadratmeter müssen tatsächlich nur für gezielte Modernisierung, nicht für die üblichen Instandsetzungen angewendet werden. Dann kann ich auch die Miete frei verhandeln. Indexmieten gibt es noch und Staffelmieten, aber das ist jetzt Technik nur am Rande. Wie gesagt, daneben gibt es Sonderregelungen, die Preisbindung, aber die sind in der Regel immer in irgendeiner Form gekoppelt an eine öffentliche Förderung und das ist auch okay, finden wir alle. Wenn man vom Staat Geld kriegt für etwas, dann muss man eben auch die politischen Ziele entsprechend dann auch berücksichtigen. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Mietpreisbremse gab es von Anfang an. Sie sind auch mal erprobt worden und das Bundesverfassungsgericht hat zwar keine Entscheidung getroffen, aber einen Beschluss gefasst, in dem sie Inzidenter 2019 im Sommer gesagt haben, die Mietpreisbremse ist grundsätzlich, da wurde eigentlich ein Antrag, der von einem Amtsgericht hier im Landgericht in Berlin vorgelegt worden ist, beim Bundesverfassungsgericht abgelehnt, mehr aus formalen Gründen. Und damit aber nicht der nächste Antrag dann wiederkommt und 3 Jahre in Karlsruhe liegt, hat das Verfassungsgericht netterweise dann doch aufgeschrieben, dass sie im Grunde nach der Meinung ist, die Mietpreisbremse ist verfassungsgemäß als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums, was wir bei uns in den Grundrechten auch haben. Aber haben auch ganz klar gesagt, es muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mieter- und Vermieterinteressen geben. Und es muss auch weiterhin möglich sein, dass der Vermieter auch weiterhin positive Erträge erwirtschaftet und es ist keine gesetzliche Verpflichtung zum Verlust machen. Die Mietpreisbremse war eigentlich nur für 5 Jahre vorgesehen und war gekoppelt mit dem politischen Versprechen, dass die staatliche Ebene, sprich vor allen Dingen die Kommunen, Bauland zur Verfügung stellt, damit gebaut wird, weil man begriffen hat, mit der Mietpreis,
Beschränkung oder mit der beschränkten der Mietentwicklung löst man das Problem nicht. Das löst man nur mit Neubau. Und für Neubau brauchst du Grundstücke und schnelle Genehmigungen und so weiter. Das war das Versprechen, da ist ehrlicherweise wenig gekommen. Trotzdem hat man vor einem Jahr für weitere 5 Jahre die Mietpreisbremse verlängert. Soweit, so gut. Das BGB für das gesamte Bundesgebiet, für angespannte Wohnungsmärkte mit Sonderregelungen. Und das sind in der Regel heute alle Großstädte, insbesondere auch ganz Berlin. Obwohl der Wohnungsmarkt in Berlin am Rand und in bestimmten Regionen etwas oder deutlich weniger angespannt ist als im Zentrum. Aber das ist nur eine Randbemerkung. In Berlin hat sich vor inzwischen 2 Jahren eine Bewegung Bahn gebrochen, die zunächst davon ausging, oder die zunächst bekannt wurde als eine Enteignungsinitiative, nämlich eine Volksinitiative, die ein Volksbegehren machen wollte, ein Volksentscheid anstrebt, ein Gesetz anstrebt zur Enteignung unter dem Motto Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da steckt dahinter, dass man entdeckt hat, dass die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, ein Artikel 15 seit 75 Jahren enthält, den alle vergessen haben, der damals der große Kompromiss in der Nachkriegszeit war mit den Kommunisten, dass man auch vergesellschaften darf, Industriebereiche oder auch Grund und Boden. Ja, das war der große politische Kompromiss damals. Aber letztlich sind das sozusagen, um einfach das Grundgesetz auch zu öffnen für einen politischen Systemwandel, aber nicht ehrlicherweise für eine Initiative, wie sie hier jetzt vorgesehen ist. Deshalb ist auch das verfassungsrechtlich höchst umstritten. Aber aus dieser politischen Entwicklung, die auch dazu führte, dass im Sommer 2019 dann über 55.000 Unterschriften gesammelt worden sind, das hat überhaupt insgesamt eine politische Entwicklung und Diskussion in Berlin losgetreten. Wir haben eine rot-rot-grüne Koalition, die Sozialdemokraten, die Linke, die ehemalige PDS, Postkommunisten und die Grünen. Und in dieser Koalition war es nicht mehrheitsfähig, zunächst erstmal diese Enteignungsinitiativen zu unterstützen. Die SPD sagt mit uns nicht. Sondern sie haben dann den Mietendeckel erfunden. Vorsicht, nicht Mietpreisbremse, das ist Bund. Mietendeckel, Mietendeckel ist Berlin, Landesebene. Und dieser Mietendeckel wurde dann entwickelt im Sommer 2019, kam in die Diskussion und ist dann Ende Januar 2020, also genau vor einem Jahr, beschlossen worden und seit Ende Februar 2020 in Kraft. Und der regelt Mietobergrenzen wie folgt. Erstens für sämtliche Wohnungsverhältnisse, und zwar egal, ob das ein einstehendes Einfamilienhaus ist oder eine kleine Einzimmerwohnung irgendwo in einem Hochhaus im sozialen Brennpunkt, gilt der Mietenstopp. Das heißt, die Miete wird eingefroren, und zwar auf einen Zeitpunkt, der politisch relevant war, Juni 2019. Daneben, und diese Miete darf erst ab 2022 wieder etwas angepasst werden mit 1,3% maximal und ein bisschen Inflationsausgleich. Daneben, und das ist das viel Schlimmere und viel Eingreifendere, hat man eine Mietabsenkung eingeführt. Und zwar auch hier wieder in zwei Richtungen. Erstens eine Mietabsenkung für die Neuvermietung. Und zwar ist es eine Verstärkung dessen, was die Mietpreisbremse des Bundes schon erreichen wollte. Wenn eine Wohnung frei wird, ja, kann ich jetzt ist jetzt meine Neuvermietungsmiete so begrenzt nach einer ganz starren Tabelle, dass sie in einer Vielzahl von Fällen eigentlich zu einer Absenkung führt. Und das Zweite ist, dass es erst im Ende November nach 9 Monaten in Kraft getreten jetzt bei uns, das ist die Mietabsenkung im Bestand. Das ist nämlich dann der Fall, wenn eine Miete überhöht ist und also quasi so eine Art Berliner Bucherstandard. Und wenn eine Miete über 120% oberhalb von bestimmten Tabellenwerten liegt, dann kann auf diese 120%
reduziert werden oder wird automatisch reduziert. Das führt dazu, dass vor allen Dingen in den teureren, besseren Wohnlagen, in den schönen sanierten Altbauten, wo die besser verdienen auch wohnen, dort sehr stark die Mieten sinken, stärker als in den weniger begüterten Quartieren und Nachbarschaften. Die Ironie der ganzen Geschichte ist, dass die Besserverdienenden profitieren von einer Maßnahme, die eigentlich den untersten Einkommensgruppen eigentlich helfen sollte. Dieses Gesetz ist angegriffen worden auf verschiedenen Ebenen rechtlich. Ich mache es jetzt kurz. Wir warten auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Die sind für den Anfang des zweiten Quartals diesen Jahres angekündigt worden. Aber auch da gibt es wieder zwei verschiedene Stränge. Es gibt einmal den politischen Strang. Die Bundestagsabgeordneten von CDU und FDP haben eine abstrakte Normenkontrollantrag eingereicht, weil sie gesagt haben, die Berliner haben kein Recht, die Berliner Abgeordnetenhaus hat keine Gesetzgebungskompetenz nach dem Grundgesetz. Und die sind beim zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts mit dieser Klage anhängig. Und in dem ersten Senat sind anhängig eine Reihe von Verfassungsbeschwerden. Ich selbst habe mit Kollegen von einer anderen Kanzlei, sind wir Prozessbevollmächtigte für 12 repräsentative private Vermieter, die ungefähr 1 Million der insgesamt 1,5 Millionen privaten Mietverhältnisse sozusagen systematisch abdecken. Und wir hoffen darauf, dass das Bundesverfassungsgericht entweder der erste oder der zweite Senat, das weiß man im Moment noch nicht, diese Gesetze kippt. Denn im Moment haben wir eine irrwitzige, man könnte fast sagen, Professor Malott, eine Gaga-Situation, dass wir nämlich wie auf einer Autobahn, wo links 80 und rechts 60 steht, die Situation haben, wir haben ein BGB, was eigentlich gilt, und wir haben ein Berliner Mietendeckel, Mietenwohnungsgesetz heißt das, Mietenwock, was das Gegenteilige sagt zu dem, was private Vermieter und Mieter vereinbaren können. Und das ist eine unerträgliche Situation, die wir haben. Also bitte dieses Spielchen nicht abgucken. Berlin ist ein Pilotprojekt, muss man sagen, politisch. In anderen Ländern wollen das die linkeren Parteien auch gerne machen, insbesondere die Linkspartei. Bei den Grünen ist das je nach Region ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Aber man wartet im Moment erstmal darauf, ob das überhaupt verfassungsmäßig geht. Denn es gibt in Deutschland im Grundgesetz den Grundsatz, wenn der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz in einer bestimmten Kategorie konkurrierende Gesetzgebung Gebrauch gemacht hat, wenn und soweit er Gebrauch gemacht hat, dann sind die Länder mit sozusagen konfligierenden und konterkarierenden Gesetzen gesperrt. Das ist die große Frage, ob die Berliner das überhaupt durften. Und wenn sie es durften, ist dann die zweite Frage, ob sie das so machen durften, wie sie es hier gemacht haben. Wir sagen nein, weil das massive Eingriffe in Eigentumsrechte, Freiheitsrechte, Vertragsrechte und Gleichbehandlungs- oder Willkürverbote darstellt. Soweit kurz dieser Überblick, wie es bei uns aussieht. Super, danke vielmals. War, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich denke mir, Manfred, das ist jetzt für dich die Bühne, um zu sagen, was deine Investoren interessanter finden, das österreichische oder das deutsche Mietrecht, wie deine Investoren das sehen. Ich darf das Wort dir übergeben. Danke, Dr. Schede. Sehr gerne. Ich komme zurück auf die auf den Appell von Herrn Magister Pfeiffer nach seinem Referat zu Beginn. Er hat gemeint, keep it simple. Und keep it simple, das ist etwas, was ich schon seit 30 Jahren kenne. Ich hatte das Vergnügen, Anfang der 90er Jahre, als das dritte Wohnrechtsänderungsgesetz verhandelt wurde, hier im Bautenausschuss des österreichischen Parlaments ein bisschen mitzuwirken. Und damals wurde schon die Entrümpelung des Mietrechtsgesetzes absolut zu Postulat erhoben und die neue Wohnungsnot sollte bekämpft werden. Und ich kann mich noch erinnern, dass der damalige Parlamentspräsident und nachmalige österreichische Bundespräsident Fischer gemeint hat, er durchschlägt den gordischen Knoten und er macht über die Sommerpause des Nationalrates bereitet eine Novelle vor und das Mietrechtsgesetz wird entrümpelt und neu aufgesetzt. Das ist damals schon gescheitert, mittlerweile sind 30 Jahre vergangen.
niemand, der sich mit Immobilien in Österreich beschäftigt, kommt um das WEG und die Folgen, die damit verbunden sind, herum. Wenn du mich fragst, wie beeinflusst das Mietrechtsgesetz, das MRG, den Investmentmarkt, dann muss ich sagen, eigentlich in allen Facetten, denn was bestimmt die Attraktivität eines Investmentmarkts? Es ist die Verfügbarkeit von Objekten, die Transparenz des Angebots, die Qualität des Angebots natürlich, die Wirtschaftlichkeit des Investments, die allgemeine wirtschaftliche Stabilität des Marktes, soziale Sicherheit, Rechtssicherheit und die Möglichkeit, ein Portfolio zu managen. Und bei all diesen Themen natürlich spiegeln diese Aspekte mit hinein. Wenn wir es ganz kurz durchgehen, und ich werde es auch wirklich kürzen, da muss man sagen, die Verfügbarkeit von Objekten ist natürlich in Wien gegeben, weil wir ein starkes Wachstum der Bevölkerung haben. Wien wächst im Augenblick um 15.000 Einwohner pro Jahr. 2027 werden wir die 2-Millionen-Grenze haben. Es ist einfach so, dass wir Zuzug aus Österreich, aus der EU und aus außereuropäischen Ländern haben, auch wenn das durch die Pandemie im Augenblick ein bisschen rückläufig ist. Und natürlich die Nachfrage nach Wohnraum schafft in dem Fall oder zieht nach sich das Angebot. Wir haben im Jahr 2019 etwa 13.000 Wohnungen in Wien neu gebaut. Im letzten Jahr waren es 19.500. In diesem Jahr werden es wieder 17.000 sein. Und das sind alles Neubauwohnungen. Das heißt, das sind alles Wohnungen, die nicht im Vollanwendungsbereich, sondern im Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes sich befinden und natürlich für Investoren attraktiv sind. Es hat sich aber noch mehr verändert, und zwar die Denke oder die Denkweise der Developer, denn die haben überwiegend früher Neubau für den Einzelverkauf entwickelt. Mittlerweile ist es aber so, dass auch der österreichische Developer erkannt hat, dass er sich wesentlich schneller aus dem Projekt befreien kann und die Risiken weiterreichen kann, wenn er für den Globalverkauf sich vorbereitet und an einen Investor geht. Und das ist das, was wir im Augenblick sehen. Wie kann ich den österreichischen Markt einem überwiegend deutschen Investor, Deutschland steht für 50% des Investmentvolumens in Österreich im Wohnimmobilienbereich, davon überzeugen, nach Österreich zu gehen? Noch vor wenigen Jahren wäre das völlig unmöglich gewesen, denn nicht österreichische oder nicht österreichaffine Investoren haben dem österreichischen Mietwohnmarkt überhaupt nicht Bürokratie, Deals und vor allem auch unvorbereitete Developer und Verkäufer, die mit Kürzeln wie NDA, LOI überhaupt nichts anfangen konnten, sondern auch vom Institutionellen ein verbindliches Kaufangebot erwartet haben. Angebot hin. Das hat sich natürlich stark verändert und mittlerweile haben wir auch den richtigen Zugang für internationale Investoren geschaffen, und zwar dadurch, dass wir eben dazu übergegangen sind, den Markt verständlicher zu machen, zu simplifizieren und ein bisschen aufzuhören. Und wenn man das hier in aller Kürze machen möchte, dann kann man sagen, wir haben in Wien etwa 1 Million Wohnungen, davon sind 80% Mietwohnungen, 200.000, 220.000 sind Gemeindewohnungen, 200.000 sind Genossenschaftswohnungen, 200.000 sind MRG-Vollanwendungsbereich. Also auf den ersten Blick nicht wahnsinnig interessant, aber demgegenüber steht ein vierter Bereich mit mittlerweile deutlich über 100.000 Wohnungen, frei finanzierter, moderner Mietwohnungsneubau. Und dieser frei finanzierte, neu errichtete Mietwohnungsbau ist deutlich weniger eng rechtlich eingegrenzt als der vergleichbare Mietwohnungsbau in Deutschland. Im teilweise Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes haben wir wieder vereinfacht keine Mietzinsbegrenzungen. Wir können praktisch frei die Mietverhältnisse befristen. Ausgemacht werden kann. Wir sagen, welche Häuser sind Neubau, alles, was eben jetzt ist 1953 meine ich jetzt in der Richtung, und alles, was nicht gefördert ist, kann also wesentlich einfacher und investorenfreundlicher auf den Markt gebracht und erworben werden. Dabei ist es aber so, und das ist jetzt schon der zweite Schritt in der Erziehung der Investoren, dass man auch sagt, sogar im Vollanwendungsbereich ist es nicht uninteressant zu investieren, denn
Man hat dort langdauernde Mietverhältnisse, geringe Mieterfluktuation, geringe Leerstandsraten, geringe Quadratmeterpreise im Ankauf. Es werden nur die niedrigen Mieten, die dort verlangt werden, kapitalisiert. Es gibt gewisse Mietsteigerungspotenziale bei Neuvermietung, kein Downside-Risiko, bereits bestehende Cashflows, kein Development-Risiko und kein mit Forward-Funding zusammenhängenden Risiken und eine hohe Liquidität, und man kann jederzeit solche Objekte weiterverkaufen. Das heißt, unter dem Begriff Transparenz kann man einen Haken machen, wenn man auf diese beiden Gruppen im Wesentlichen eingeht. Die nächste Schwierigkeitsstufe und Steigerungsstufe wäre dann, wie kauft man als Investor geförderte Objekte, aber da möchte ich mich jetzt nicht vertiefen. Wie schaut die Qualität des Angebots aus? Wenn man über Österreich spricht, da muss man sagen, diese 100.000 Freifinanzierten, die ideale Hauptspielwiese des institutionellen Investors. Österreich baut modern, zeitgemäß, nach internationalen Baustandards. Wir verbauen in Österreich natürliche Baustoffe, energieeffizient, Wärmedämmung, Solarenergie, Erdwärme, Barrierefreiheit und so weiter. Alles state of the art. Schon aufgrund der Klimaverhältnisse bauen wir in Österreich solide und langlebig. Raumordnung, Flächenwidmung, Bauordnung, Bebauungsbestimmung, Genehmigungsverfahren greifen ineinander und sind sozusagen in der Zusammenarbeit von Bund, Land und Gemeinden sinnvoll abgestimmt. Und immer mehr neu errichtete Mietwohnobjekte sind Gold oder sogar Platin zertifiziert. Das heißt, in Österreich kriegst du als Investor erstklassige Objekte und jetzt im internationalen Vergleich zu vernünftigen Preisen. Aufgrund der hohen Anzahl von sozialem Wohnbau, sage ich mal zusammenfassend, ist das allgemeine Mietniveau aber auch im Neubau immer noch recht tief. Denn in welcher europäischen Hauptstadt kann man für 12 Euro Kaltmiete neu errichteten Wohnbau in guter städtischer Lage erwerben? Und das ist natürlich auch sehr attraktiv für Investoren. Die Fallhöhe bei diesen Mieten ist sehr, sehr gering. Entscheidend ist aber im Augenblick nicht die schiere Anzahl und Größe der Wohnungen, sondern auch Effizienz der Grundrisse. Das heißt, es werden überwiegend kleine Wohnungen, Zwei-Zimmer-Wohnungen in erstklassiger Ausführungsqualität, aber in nicht unbedingt Innenstadtlage gekauft. Es werden immer größere Wohnblöcke errichtet. Man ist innerhalb eines Jahres von 100 auf 125 Wohnungen im Durchschnitt gestiegen, was ebenfalls natürlich ein Vorteil für große Investoren darstellt, weil natürlich Skaleneffekte hier lukriert werden können. Wenn ich mir Berlin dazu anschaue im Vergleich, gibt es natürlich oder gab es die großen Probleme mit den auf Luxus abgegradeten Althäusern in Vierteln, die historisch waren und wo eben früher eher ärmere Menschen hausten, dass das natürlich zu Verstimmung und natürlich auch zu politischer Unruhe geführt hat, ist schon ein bisschen nachvollziehbar. Also in Wien ist das wesentlich weniger der Fall. Die Wirtschaftlichkeit der Investments, wenn vieles unsicher ist, dann suchen private, spezielle institutionelle natürlich Stabilität. Wohnimmobilien bieten das. Und das ist einfach ein rationaler Umgang mit Risiken. Und selbst in deutschen Provinzstädten, in Zweit- und Drittstädten schon sehr teuer gekauft wird und kaum noch Ware am Markt ist, dann geht natürlich deutsche Investor bevorzugt ins Ausland. Und da geht er eben im Augenblick auch gerne nach Österreich, denn in Österreich kennt er das Land, er kennt, spricht die Sprache, wir haben eine ähnliche Rechtsordnung. Und er fühlt sich hier durchaus zu Hause. Er akzeptiert auch steigende Immobilienpreise, denn speziell institutionelle Anleger, die regelmäßig Mittelzuflüsse in hohem Umfang haben und für ihre liquiden Mittel Negativzinsen zahlen müssen, sind durchaus bereit, bis zu einem gewissen Maß auch sinkende Renditen zu akzeptieren, wenn sie eben anders kalkulieren als der private Investor. Die Institutionellen gehen nicht in die teuren Premiumlagen, ich habe schon gesagt, sondern eher in mittlere und einfachere Standorte. Da ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum einfach größer und das Risiko ist deutlich geringer. Sie gehen, und auch das habe ich schon gesagt, dorthin, wo sie sich ein bisschen auskennen. Ende März, als der erste Lockdown stattfand, sagten viele Experten voraus, dass es zu einem Einbruch bei den Wohnungspreisen kommen würde. Das war absolutes Wunschdenken, sowohl in Österreich als auch in Deutschland ist sowas in keiner Weise
zu beobachten, selbst wenn sprunghafte Mietanstiege im Augenblick vorbei sind, brechen die Mieten nicht ein, die Nachfrage bricht nicht ein. Und man kann davon ausgehen, dass der Wiener Markt weiterhin ein attraktiver Markt für internationale Investoren bleiben wird, mit einem akzeptablen Preisniveau und geringer Fallhöhe. Wir haben im Augenblick gerade ein neuerrichtetes Objekt in Berlin uns angesehen. Wenn man dort 3% Miete zahlt und die 3% Rendite erwirtschaftet und die Miete über 24 Euro oder bei über 20 Euro liegt, dann ist das natürlich verglichen mit Wien ein anderes Preisniveau. Und selbst wenn die Renditen dann im Vergleich ähnlich aussehen, wie gesagt, die geringere Fallhöhe in Österreich ist für viele dann doch ein Argument, in Österreich zu bleiben. Die allgemeine wirtschaftliche Stabilität, ich werde das jetzt wirklich nur noch streifen, die Industriellenvereinigung sagt Österreich den stärksten Aufschwung in den letzten 20 Jahren voraus. Das ist kein Wunder, weil auch der Fall natürlich sehr tief war. Aber wenn man mit 3-4% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr trotz anhaltender Pandemie rechnet und im nächsten Jahr dann möglicherweise noch deutlich drüber liegt, dann heißt das insgesamt, der Wirtschaftsstandort ist stabil, er wird sich gut entwickeln. Viele andere Punkte spielen da auch noch eine Rolle. Die verbesserte Erreichbarkeit von Nahfernmärkten, sobald wieder geflogen werden kann, die Investitionsprämie der Bundesregierung im zweistelligen Milliardenbereich, die Tourismuseinnahmen, wie man weiß, die begehrteste Assetklasse vor der Krise war die Hotellerie, die im Augenblick ja praktisch gar nicht nachgefragt wird. Und ganz allgemein ist es ja so, dass unmittelbar nach der Pandemie die 25 größten Volkswirtschaften ja ein deutliches Wirtschaftswachstum erwarten. Und das wird natürlich die Konjunktur in der ganzen Welt mitnehmen. Und hier sind speziell Österreich und Deutschland ja sehr, sehr gut aufgestellt, wenn man sich ansieht, dass selbst in der Krise Österreich und Deutschland noch 80% ihrer Staatsausgaben durch eigene Einnahmen decken können. Das sind andere Länder in der Krise weit entfernt. Was bedeutet das jetzt für die Einstellung von Österreich als Wirtschaftsstandort? Jahrelang galt Österreich als stabil, aber langweilig. Im Augenblick gilt Österreich als stabil, aber attraktiv. Das heißt, das Investitionsvolumen von 800 Millionen wird zu 50% von Investitionen deutscher Anleger gedeckt. Von knapp 40% sind es Österreicher und andere Investoren sind fast nicht vorhanden. Und so wird es auch in absehbarer Zeit bleiben. Und die man sonst noch erwarten würde, nämlich Private Equity Funds, die kommen, wenn irgendwo Schnäppchen mitgenommen werden, die sind für die ist Österreich kein Markt. Denn das, was dort erwartet wird und was man sich dort erwartet an höheren Renditen, das wird in Österreich einfach nicht geboten. Zusammenfassend, Österreich ist dank der guten, gut ausgebildeten, fleißigen, sparsamen Bevölkerung und seiner Attraktivität als touristische Destination eigentlich ein wirtschaftlicher Musterschüler und wird in dem Zusammenhang gerne mit der Schweiz genannt und ich würde sagen, durchaus zu Recht. Die soziale Sicherheit auch ganz besonders natürlich mit dem Mietrechtsgesetz in Verbindung zu bringen. Sie haben schon gesagt vorhin, es ist, Herr Dr. Schede, die Treffergenauigkeit des Mietdeckels in Berlin ist möglicherweise nicht allzu gut, denn es werden dort im Wesentlichen diejenigen Mieter begünstigt, die ohnehin in teureren und gut gelegenen Wohnungen leben und die eigentlich bevorzugt werden sollten, nehmen hier weniger einen Vorteil mit. Das ist möglicherweise nicht ganz das, was Rot-Rot-Grün angestrebt haben. Die sozialen Spannungen, die zu solchen Auswüchsen führen, wie man sie in Berlin gesehen hat, kill your landlord und verstaatlicht die großen Gesellschaften, das gibt es in Wien nicht, weil eben in Wien durch diesen starken kommunalen Wohnbau und sozialen Wohnbau diese sozialen Spannungen einfach nicht in diesem Ausmaß vorhanden sind. Darüber hinaus haben wir keine Segregation, gute soziale Durchmischung und aus diesem Grund würde ich mir sagen, die soziale Sicherheit in Österreich ist in diesem Bereich gegeben, aber auch in diesen Bereichen, die von Covid-19 beeinflusst werden, nämlich Gesundheitsvorsorge, die in Österreich ausgezeichnet ist und auch Förderungsmaßnahmen für Unternehmen in der Covid-Phase oder auch Kurzarbeitsbestimmungen für die Arbeiterschaft. Also hier sind soziale Spannungen eigentlich nicht am Radar und wir können, denke ich, davon ausgehen, dass das in der nächsten Zeit so bleiben wird.
Rechtssicherheit und auch Respektlos immer und generell. Ich würde ein bisschen bitten, etwas schneller zu sein, weil ich glaube, es ist schon 18:30 und die arme Frau, die Frau von Scherachowitsch, die soll da noch. Ich bin in einer Minute fertig. Super, danke. Rechtssicherheit, und da sage ich wirklich nur ein Wort, in Österreich herrscht zweifelsohne Rechtssicherheit. Es gibt ein starkes Vertrauen in die Justiz. Die Klammer Einschränkung, Änderung bei der Lagezustandproblematik, wie es der Domin Mahl vorhin erzählt hat, die sehe ich natürlich auch. Und der letzte Punkt, die Managebarkeit des Portfolios. Hier ist auf jeden Fall durch das Vorhandensein von qualifizierten Asset Managern alles da, was man braucht. Und zusammenfassend kann man sagen, dass MRG stellt längst keinen Hintergrund mehr für internationale Investoren dar, sondern gibt, wenn man es genau kennt und analysiert und damit umgehen kann, eigentlich durchaus einen stabilisierenden Faktor da, wenngleich natürlich die Umständlichkeit und etwas komplizierte Gestaltung nach wie vor schreit. Das wäre es erstmal. Super, danke, danke, danke. Ich glaube, das wäre sehr spannend, einmal zu sehen, wie die Investoren das sehen. Und ich glaube, die Frau Diplomitschner-Rapowitsch, der brennt sich ja schon viel unter den Nägeln nach all dem, was bis jetzt gesagt worden ist. Und es, glaube ich, interessiert auch die Zuschauer, wie das mehr oder weniger die Wiener Politik sehen oder wie Sie das sehen. Und bitte, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank, herzlichen Dank, Frau Saravia. Es war tatsächlich sehr aufschlussreich auch für mich, da viele Einblicke zu bekommen und auch von vielen verschiedenen Seiten und auch aus Berlin sich diese Sicht des Mietrechts dargestellt zu bekommen, weil Wien ist ja die Stadt der Mieterinnen und Mieter, das müssen wir auch so sehen und das ist ja auch eine Tatsache, denn wir haben ungefähr 1 Million Wohnungen in Wien, davon sind 800.000 eigentlich Sozialwohnungen, nennen wir das so, und 200.000 sind im Privateigentum und von diesen 200.000 werden 100.000 von den Eigentümern bewohnt. Das heißt, wir haben ungefähr 900.000 Wohnungen, die vermietet werden, wo die Mieter und Mieterinnen drinnen leben. Dann, weil Herr Dr. Schede auch gesagt, wie sehr seine Kollegen in Österreich bewundert dafür, wie kompliziert unsere rechtliche Lage diesbezüglich ist, dann kann man sich wirklich vorstellen, wie es eigentlich den Menschen geht, die von diesem Recht auch betroffen sind. Das sind dann die Mieterinnen und Mieter, weil um herauszufinden, überhaupt welches Recht auf einen Mietvertrag anzuwenden ist, muss ich zuerst wissen, wann wurde der Mietvertrag abgeschlossen. Um was für ein Haus handelt es sich? Ist es ein Einfamilienhaus, ein Doppelhaus, ein klassisches Zinshaus mit mehr als zwei Wohnungen? Sind es Studentenwohnheime? Sind es Seniorenheime? Wann erhielt das Haus die Baugenehmigung? War das eben, wie wir von Herrn Pfeiffer, Herr Pfeiffer hat mir überhaupt ziemlich viel vorweggenommen, deswegen kann ich auch meine Rede auch kürzer halten und dann können wir auch in Diskussion vielleicht etwas schneller rübergehen. Wann wurde diese Baugenehmigung ausgestellt? War das vor 46 oder beziehungsweise 53? Dann wurde das Haus im Zweiten Weltkrieg, hat das Haus irgendwie einen Schaden erhalten, hat es nicht erhalten, wurde es durch öffentliche Gelder wieder repariert und in Schuss gebracht? Also viele, viele, viele Fragen muss ich klären, bevor ich überhaupt weiß, was für ein Recht hier angewendet werden kann. Ist es ein freier Mietzins, ist es ein angemessener Mietzins oder ist es Richtwertmietzins? Ja, und ich bin ja eine Politikerin auf der Landesebene und da werden wir jetzt nicht Großes in Bewegung setzen können, vor allem, weil wir jetzt in Wien, wir NEOS mit der SPÖ in einer Koalition sind und auf der Bundesebene haben wir die ÖVP mit den Grünen, also weiß ich nicht, inwieweit wir uns da aufeinander zubewegen werden und werden können. Und ich weiß auch nicht, inwieweit wir jetzt in Bezug auf Mietrecht, was Herr auch Herr Professor Malort gesagt hat, wie priorisiert dieses Thema jetzt ist von der Regierung ÖVP und von den Grünen. Aber was absolut interessant ist, und das ist auch von Herrn Magister Pfeiffer gekommen, dass wir Mietrecht mit dem Baurecht und mit der Bauordnung eigentlich gemeinsam betrachten können und sollen.
Das ist einerseits die Herausforderung, aber andererseits ist es auch hier eine Möglichkeit für uns auf der Landesebene, etwas in Bewegung zu setzen. Genau. Und dann gibt es eben noch die Tatsache, dass in Wien der geförderte Wohnbau einfach sehr, sehr stark ist. Und wie Herr Magister Pfeiffer auch gesagt hat, wir haben die Höchstwerte, die bei 5,81 Euro oder 87 liegen momentan beim Netto Mietzins. Dann haben wir die Gesamtbaukosten, die, da hole ich ein bisschen aus und sage, ja, wir haben in Wien eine Obergrenze für die Gesamtbaukosten bis 2018, glaube ich, gehabt. Und die sind bei 1.800 Euro pro Quadratmeter gelegen. Diese Gesamtbaukostenobergrenze wurde dann aufgehoben. Die gibt es nicht. Jetzt greifen andere Regulierungen darauf zu, wann ein Wohnbau gefördert wird und wann nicht. Was aber zu beobachten ist, dass die Gesamtbaukosten eigentlich steigen. Und jetzt, wenn ihr sagt, okay, die Obergrenze war 2018 bei 1.800 Euro pro Quadratmeter, wir sind jetzt schon 2020, 2021 in dem Bereich, wo wir sagen, die Gesamtbaukosten liegen zwischen 1.900 und 1.250, 300 Euro pro Quadratmeter. Und dann gibt es aber von der Stadt Wien eine Studie, die sagt, wenn die Gesamtbaukosten 2.500 Euro pro Quadratmeter übersteigen und bei einer Verzinsung von 5%, zahlt sich eigentlich der geförderte Wohnbau nicht mehr aus. Und wir nähern uns an dieser Grenze. Und das wird eine große Herausforderung sein, wie wir diese Gesamtbaukosten senken, beziehungsweise wie können wir auch vielleicht von diesem Gedanken der Gesamtbaukosten ein bisschen wegkommen. Und da komme ich gleich zu einem ganz wichtigen Begriff, der uns für die Zukunft, glaube ich, eigentlich eher zukunftsweisend sein wird in der Baubranche. Und das ist, dass wir ein Gebäude, dass wir diese Kosten, also diese Gesamtbaukosten nicht als bezeichnend nehmen, sondern einfach die Lebenszykluskosten von einem Gebäude. Weil worum geht es da? Es geht nämlich darum, auch wenn ich jetzt in innovative Baustoffe investiere, wenn ich jetzt viel in die Energieeffizienz auch investiere, wenn ich das zahlt sich, im Moment steigen diese Gesamtbaukosten, aber über einen Lebenszyklus gerechnet, zahlen sich diese Investitionen dann durchaus aus. Also, dass wir da hier diesen Sprung nach vorne machen und wirklich ein Gebäude auch betrachten und mitdenken von Anfang an, von der Planung, weil wie das jetzt ist, also Sie, Frau Soraya, Sie haben gesagt, ich bin ja auch selber Architekt und ich weiß, wie das ist. Oft plant einer, errichtet der andere, verkauft oder was auch immer, ist egal, dann betreibt ein Dritter, bewohnt sein Vierter und viele Informationen, die eigentlich ein Gebäude als solches beinhalten soll, die gehen einfach verloren. Und da gibt es eine auch interessante Entwicklung, nennt sich Building Information Modeling, dass man hier wirklich sehr, sehr stark einführen sollte, weil ich dann durch diesen digitalen Zwilling, den ich erstelle bei einem Wohnbau oder bei einem Gebäude generell, kann ich einfach diese Lebenszyklen viel besser begleiten und ich kann das auch viel besser managen. Ich kann das Gebäude auch viel besser verstehen und ich kann wirklich auch, wenn es auch bis zum Abbruch und Rückbau darüber nachdenken, wie kann ich das auch ressourcenschonend und kostenschonend machen. Also das wären so kleine Sprünge und das wäre auch, also vieles wäre auch durch die Bauordnung hier, könnte man bewegen, beziehungsweise auch, wenn wir unsere Bedingungen, wie ein Wohnbau gefördert wird, vielleicht etwas anders definieren. Und dann muss auch davon gesprochen werden, dass wir in Wien tatsächlich, aber auch in Österreich generell sehr hohe Standards haben im Wohnbau, die zum Teil wirklich erfüllt werden müssen, eben durch die Bauordnung,
gibt es Vorgaben und dann gibt es aber auch Standards, die wir einfach an, die wir als Mieterinnen und Mieter, als Eigentümerinnen und Eigentümer an ein Wohnbau oder Wohngebäude stellen. Und dann können wir wirklich darüber auch noch zum Nachdenken anfangen, welche von diesen Standards sind absolut notwendig, welche müssen wir einhalten, wo können wir noch überlegen, ob sie tatsächlich notwendig sind und auf welche können wir verzichten. Und da haben wir auch, also ich habe im Bereich des Wohnbaus auch mit der SPÖ verhandelt. Herr Professor Malot, da werden Sie das auch wissen, wie das bei den Regierungsverhandlungen generell ist. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Bauordnung novellieren und dass wir einfach auch diese Aspekte mitdenken beziehungsweise auch schauen. Deswegen werden wir auch mit den Austausch mit den Experten und Experten gehen, schauen, welche Aspekte da hineinfließen müssen in diese neue Bauordnung, damit sie Möglichkeiten der Weiterentwicklung im Wohnbau berücksichtigt. Das ist jetzt eine sehr große Aufgabe. Und dann eine zweite Aufgabe wird auch sein, über die ich wirklich sehr gerne auch mit jedem diskutieren möchte und ich lade auch jeden zur Diskussion ein, ist, welche Auswirkungen es die Corona-Pandemie auf die städtebaulichen Entwicklungen haben wird. Dahingehend, dass wir jetzt zurzeit beobachten, dass viele Bürogebäude leer stehen. Wie wird sich das weiter in Zukunft entwickeln? Gibt es Mechanismen, die wir wählen können, um hier eine Flexibilität zu schaffen? Weil wie gesagt, also es ist jetzt diese Nutzung und diese Nutzungstrennungen auch in Bezug auf die Anforderungen auf ein Gebäude sind wirklich in Frage zu stellen. Können wir hier nicht mehr Flexibilität schaffen? Und ich glaube, ich werde jetzt mal Schluss machen, damit wir in die Diskussion gehen, auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue. Und ich habe gesehen, es gibt ein paar Fragen bzw. Anmerkungen. Dankeschön. Super, danke vielmals. Ich glaube, es war sehr spannend und so wie ich den Thomas kennt, brennt ihm wahrscheinlich gleich als allererstes was unter seinen Fingern, weil ich habe gesehen, dass er viel mitgeschrieben hat. Also ich glaube, bevor er dann endgültig zu seinem Chardonnay geht, sollte man ihn jetzt kurz zu Wort kommen lassen. Das ist sehr, sehr liebe Jasmin, liebe Frau Abgeordnete. Der Hintergrund ist der, ich hätte wirklich um 17:45 weg müssen und ich wollte jetzt gegenüber allen, die mit mir in diesem Board sitzen, nicht unhöflich sein und ganz besonders wollte ich die Frau Abgeordnete noch hören. Frau Abgeordnete, ich habe nur 4 Anmerkungen, die mir persönlich unter den Fingernägeln brennen, die ich aber wirklich besonders wichtig empfinde. Ich war tatsächlich, ähnlich wie der Manfred Wilschnick, seit Beginn der 80er Jahre dabei. Und seit bis den Jahren 84, 85, vielleicht auch 89, ist die Förderungspolitik, die in Wien gemacht wird, eine Förderungspolitik für den gehobenen Mittelstand. Das heißt, wir sind im Grunde nachher gegangen, haben die Gießkanne ausgeschüttet und haben jeden, der irgendwie, da geht es mal vor allem im Bereich des gehobenen Mittelstandes unterwegs war, Förderung gewährt und in einen Bereich Förderung hineingestopft, wo es überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Ja, vielleicht eine bestimmte Zeit schon, vor allem die Jahre 84, 85, 86, als da hat es in Wien ausgeschaut, wie kurz hinter der Gedächtniskirche, dem Herrn Kollegen Schede, nämlich in der DDR vor der Wende. Ja, und das muss man mal wegbringen und das haben wir ganz gut hingebracht. Ja. Aber seitdem machen wir Förderungspolitik für den gehobenen Mittelstand und ich bin 20 Jahre im Kuratorium des Wohnfonds gesessen und habe es miterlebt und konnte leider Gottes nur wenig dagegen tun. Das Zweite ist, die letzten 20 Jahre sind geprägt von der Förderung im Bestand, von der Förderung auf der grünen Wiese. Ich brauche Ihnen als Architektin nicht zu erzählen, wie es im Sepa-Gasplan ausschaut. Das sind alles, sage ich jetzt einmal, ich sage es jetzt ganz brutal, Politprojekte, wo man sich letztlich, ich hoffe, Sie haben dort jetzt nicht besonders viele Häuser gebaut oder geplant, ja, aber trotzdem, wo man sich persönliche Denkmäler schaffen der Politik. Ja. Mit aller Härte müssen wir in den Bestand zurück. Dort ist die Infrastruktur vorhanden. Dort haben wir Schulen, Kindergärten. Dort ist es günstig zu bauen und dort muss die Förderung ansetzen. Das ist momentan überhaupt nicht der Fall. Und ich schwöre Ihnen, ich kann das wie bei FSG auswendig. Ja.
Ein dritter Punkt, warum waren wir in den 80er Jahren so unglaublich erfolgreich? Der Manfred wird sich erinnern, das war übrigens eine Zeit, da hat in Wien noch 25% der ÖVP gehabt, ja, davon könnte sie heute nur träumen, aber es war eine Zeit, wo man zwei Modelle miteinander parallel gefahren ist. Man hat auf der einen Seite gesagt, du bekommst nur dann Förderung, wenn du partizipativ bist. Wenn du aber partizipativ bist, fördere ich dich ganz besonders. Das heißt, es mangelt komplett an transparenten Partizipationsmodellen, nicht nur in der Förderung, im Mietrecht sowieso und in der Gesellschaft auch. Ja. Aber Partizipation ist in einer transparenten Welt, in der sich die Menschen unpackbar unsicher fühlen, indem sie jeden Tag weiß nicht, wer man geimpft oder wer man nicht geimpft und weiß nicht, was passiert auf der Welt und wann kommt, weiß ich nicht, was die nächste Rakete daher. In einer Welt müssen wir diese Partizipation schaffen und die geht nur über dezentrale Informationen. Komplett gegenläufige Entwicklungen. Ich darf Ihnen nur das Wort Renovate Booster geben. Ich bin dort in der Gemeinde Wien in einem Arbeitskreis. Ich fürchte, der Einzige, der ihn sinnlos erachtet. Aber mein Gott, die anderen finden ihn total sinnvoll. Konnte nicht entdecken, warum er sinnvoll ist. Ja. Da geht es nämlich um die Zentralisierung von Sanierungsberatung, was komplett jedem individuellen Ansatz zuwiderläuft. Ja. Das heißt, und ein Punkt noch an Sie, Frau Architektin. Stellen Sie sich vor, wir würden nur Lifte für Menschen bauen, die sie wirklich brauchen. Ja, wir hätten einmal den Lift weg. Zweitens, wir würden die Garagen abschaffen, dann hätten wir die Garagen weg. Ja, und dann machen wir noch, weiß ich nicht, gewisse Bereiche überhaupt autofrei. Da wären ein paar Schreien heute komplett aus in meinem Leben. Ich war sowieso mit dem Fahrrad. Ja, also ich kann Sie nur bitten, inständigst, und wenn ich was tun kann und Ihnen auch mit Unterlagen oder mit dort und da mit einer Information helfen darf, ich werde es tun, über jegliche Grenze hinweg, mir ganz wurscht, welche politische Partei wer jemand hat, wenn er sage ich jetzt mal nur die Dinge zum Guten wenden möchte. Ich habe noch eine kurze Anmerkung an Herrn Kollegen Dr. Schede, nur dass Sie wissen, warum das bei uns ganz interessant ist. Bei uns ist vollkommen eindeutig Zivilrecht Bundessache nach Artikel 10 BVG. Und damit können bei uns die Länder Gottlob nichts machen. Weil sonst hätten wir schon lange ein Wiener Landesrecht. Und davon möge uns der Herrgott beschützen. Ja, da würde Berlin ja noch ein Flocker dagegen sein, wenn ich das so sagen darf. Ja. Letzte Anmerkung, nein, zwei kurze noch, dann bin ich weg. Ich muss wirklich fahren. Ja. Sei es mir nicht böse. Ja. Es tut mir total leid. Ja. Aber eines noch. Die erste Folie von Kollegen Pfeiffer war, leistbare Mieten, aber um welchen Preis? Ich möchte Ihnen trotzdem noch einmal mit Deutlichkeit sagen, das Medianeinkommen zwischen dem Bregenzer Wald und Ilmitz, wo ich jetzt hinfahre, ich habe nicht abgetrunken gesagt, das wäre preisbereit, befreundetes Ausland. Ja? Das Medianeinkommen zwischen Bregenz und Ilmitz ist 2074 Euro pro Familie netto. Wenn wir in diesem Gespräch von 12 Euro Kaltmiete plus BK plus US sprechen, ist das asozial, seid mir nicht böse. Ja, da müssen wir hinein, diese Frage müssen wir uns stellen, wie treffsicher sind wir auf der einen Seite in der Förderung und wer braucht es wirklich nicht. Ja, und das ist eine ganz entscheidende Diskussion, die aber mit offenem Visier höchster Expertise geführt werden muss. Es ist keine politische Diskussion, das ist eine Überlebensdiskussion. Ja. Und das Letzte ist vielleicht ganz interessant, eines habe ich vergessen beim Regierungsprogramm, diese Bipolarität zwischen der Gemeinnützigkeit auf der einen Seite und der Gewerblichkeit auf der anderen Seite hat durchaus gute Seiten. Wir sehen das in Deutschland, ich bin jetzt kein Experte, obwohl ich 10 Jahre in Berlin Bewertungen gemacht habe, auch viel in Berlin unterwegs war und viel in Hamburg unterwegs war und viel in, ihr mögt es nicht glauben, in Ostdeutschland gemacht habe, ja, aber Dresden, Leipzig etc., dass die Aufgabe des gemeinnützigen Wohnungssektors führt zu einer Schieflage im Markt. Das heißt, das zu fordern, hielt ich für sehr schlecht. Es muss Wirtschaftsobjekte geben, die sind für arme Menschen da und für jenen Bereich, in dem arme Menschen gestützt werden müssen. Und es gibt die Bereiche, da müssen wir nicht stützen. Und das funktioniert halt in Österreich ernstlich nicht, weil wir fördern alles in der Mitte und alle anderen fallen durch, weil 800.000 Menschen in Österreich von der Arzneimittelgebühr befreit sind. Und wenn ich euch jetzt frage, wie hoch ist die Arzneimittelgebühr?
Ich kenne sie nicht. Ja, ist uns wurscht, wer meine Apotheken kennt. Ja, und deswegen, so easy ist es nicht. Aber das wollte ich nur als Appell sagen. Ich möchte mich Ihnen und der Abgeordnete bedanken, dass Sie so dafür kämpfen, überhaupt als Architektin. Ja, vielleicht haben Sie Zeit und kommen nach Hilmitz. Ja, da können wir plaudern. Entschuldige. Ja. Super, danke Thomas, danke, danke. Da darf ich gleich überleiten zu einer Frage aus dem Chat, den hat ein Manuel gestellt. Ich glaube, die betrifft die Frau Diplomische Arapovic. Man darf halt nicht vergessen, dass aber heutzutage auch Standards hergehören, beispielsweise Paketanlagen, die aber auch Geld kosten. Smart Living wird sicherlich nicht günstiger werden können. Können Sie da noch kurz dazu was sagen? Kurz auf laut schalten. Dankeschön. Ich habe jetzt kurz überlegen müssen, was hier genau, Paketanlagen, die aber auch Geld kosten. Ich meine, ich würde wirklich um meine Präzisierung hier bitten. Emanuel, vielleicht kannst du ganz kurz noch dazu im Chat schreiben oder dass du vielleicht kurz die Hand hebst, dann kann man die, glaube ich, auf laut schalten, dann kannst du vielleicht direkt fragen. Danke. Warte mal, wie kann ich den laut? Michael, kannst du den laut schalten? Habe ich schon, Sprechererlaubnis. Ich glaube, Emanuel, jetzt könntest du fragen. Ja, hört man mich? Ja, super. Ja, guten Abend. Ja, es geht darum, ich bin von der Firma Renz, wir bauen Paketempfangsanlagen für den Wiener Wohnbau. Und da haben wir halt schon auch immer das Thema, gerade bei den Planungskosten, dass solche Anlagen halt auch Geld kosten und aber trotzdem schon Standards sein sollte, weil es ja doch auch viele Wege erspart, Logistikwege einspart und so weiter. Und das sollte man ganz einfach halt nicht vergessen. Verzeihen Sie mir das jetzt aber mit so Aussagen, es muss halt günstiger werden oder wir müssen schauen, wo wir einsparen können. Ja, genau. Also jetzt weiß ich, vielen Dank für diese Klarstellung, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Und das ist genau das, was ich unter diesem Punkt Lebenszykluskosten eigentlich verstehe, wo wir einfach den Wohnbau und überhaupt das Bauen über 30 Jahre denken müssen und nicht eben auf diese Gesamtbaukosten fixieren. Das ist jetzt vor allem, die Planungskosten werden immer mehr, die Gebäude als solche werden auch immer, würde ich sagen, raffinierter. Alles muss miteinander oder soll miteinander abgestimmt werden und das Gebäude soll auch funktionieren. Jetzt nicht vom Grundriss her und vom Baulichen her, aber auch vom Technischen her. Das sind sehr, sehr hohe Anforderungen. Und dann haben wir sehr hohe Grundstückskosten, muss man sagen, in Wien. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir außerhalb der Stadt bauen und eben die Seestädte entstehen lassen können, sondern es geht auch wirklich darum, dass wir sagen, okay, wo können wir nachverdichten, wo gibt es die Infrastruktur, die wir nutzen können, wo können wir eben auf anderer Ebene hier eigentlich sparen, auch als Stadt Wien. Und eben, dass wir hier von diesen Gesamtbaukosten etwas wegkommen. Und dann wird bei den ganzen Packages, die zu einem Gebäude immer mehr dazugehören werden, jetzt brauche ich einen AKLS-Planer, bevor ich mit der Einreichung angefangen habe. Das hat es bis vor ein paar Jahren gar nicht gegeben, also ganz über Basics mal zu reden. Also das heißt, diese Planungskosten, die sind tatsächlich mehr und die schlagen sich natürlich auf dieser Gesamtbaukosten nieder. Aber andererseits sind sie absolut auch wichtig. Super, danke, Jofa Emanuel, das hat deine Frage beantwortet. Wenn ich jetzt so in den Chatraum schaue, würde ich vorerst einmal keine Frage sehen. Also wenn noch jemand bitte die Hand heben, weil ich weiß, dass natürlich die Zeit schon etwas spät ist und wir leider etwas überzogen haben, aber ich glaube, es war bis jetzt wirklich eine sehr interessante Diskussion. Also falls noch irgendwer eine Frage hat oder falls irgendeiner noch von den Diskutanten eine Frage an irgendjemanden von den anderen Diskutanten hat, dann bitte jetzt ist noch kurz Zeit, sie zu stellen. Das Einzige, was mich vielleicht noch interessiert, oder vielleicht als Anmerkung, weil der Thomas zuerst gesagt hat, dass das Durchschnittseinkommen bei den 2.000 Euro netto liegt. Und wenn man aber so immer in den News liest, also scheint Corona und die vielleicht auch potenzielle Arbeitslosigkeit, die kommt, keinen Einfluss auf die Mieten zu haben und aber auch nicht auf die Eigentumswohnungspreise, weil man liest überall, sie steigen trotzdem, sie steigen trotzdem, sie steigen trotzdem. Also das finde ich ein bisschen ein Paradoxon, aber
schauen wir mal, wie lang das noch gehen wird. Ansonsten, wenn keiner mehr irgendeine Frage hat, dann würde ich, glaube ich, zum Schluss kommen und mich auf jeden Fall bei allen bedanken. Ich glaube, das war eine sehr spannende Diskussion und man hat auch gesehen, dass wirklich sehr viele nach wie vor noch im Zuschauerraum sind, was mich persönlich sehr freut. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen Vortragenden. Es war, glaube ich, wirklich sehr, sehr interessant und darf quasi die Veranstaltung damit beenden.